Ich glaube an die Tora und an den, der es geoffenbart hat. Willst du, soll ich das zeigen? Also er glaubt an eine verfälschte Schrift in seiner Zeit. Guck mal hier, also ist dein Prophet ein Heuchler oder wie? Schwört er einfach auf ein verfälschtes Buch oder was willst du damit sagen? Ja, Leute, schreibt euch das auf. Hier, Sunan Abi Dawud 4449. Sunan Abi Dawud 44, also dreimal die 4 und dann 9. Wir schlagen nach. Sunan Abi Dawud 4449. So. Ja, bei mir kriegt ihr wahren Unterricht, ne? Das ist das Problem. Ihr seid nicht fähig, nachzuschlagen. Ihr habt auch niemals euch hingesetzt, um dem Ganzen nachzugehen. Ihr müsst das hier bei mir erfahren, weil euch das niemand zeigt. Das ist das Problem. Das ist traurig, traurig. Dass ihr nicht selber in der Lage seid, das Ganze mal nachzuschlagen. Gott segne dich auch, ihr Lieben. Ja. Ja, ich habe auch erstmal lange gesucht, aber mir war meine Seele wichtig. Mir war meine Seele absolut wichtig. Deswegen habe ich mir Zeit genommen für das Thema und habe herausgefunden, dass der Islam der größte Schwindel ist aller Zeiten. Eine Gruppe von Juden kam und lud den Gesandten Allahs nach Kuf ein. Also besuchte er sie in ihrer Schule. Sie sagten: Abul Qasim, einer unserer Männer hat Unzucht mit einer Frau begangen. So verkündet das Urteil über sie. Sie legten ein Kissen für den Gesandten Allahs, der darauf saß, und sagte: Bringt mir die Tora. Es wurde dann gebracht. Dann zog er das Kissen unter sich hervor, worauf er gesessen hat, und legte die Tora darauf und sagte: Ich habe an dich und an den geglaubt, der dich offenbart hat. Wenn die Tora verfälscht ist, wieso sagt er den Juden nicht, die Tora, die ihr in euren Hand hält, ist verfälscht? Wie kann er denn auf ein verfälschtes Buch schwören, Mann? Der Grad des Hadith ist Hassan, gut, stark. Verstehst du nicht, dass du in großer Gefahr schwebst? Huso kannst du den nennen, den du im Spiegel siehst. Gott segne dich und deine Familie. Guck nochmal in den Spiegel und sag das nochmal. Guck mal hier. Du kriegst auch ein Stummschaltpaket. Wer möchte noch? Ich habe noch ein bisschen für euch. Wer will noch? Na, jetzt auf einmal ist der ganz klein mit Hut. Guck mal hier. Müsli, genau. Beleidigt euch selber. Müsli ist ja Muslim. Ihr seid alles Müslis, genau. Müslis. Sehr gut. Dass ihr das noch nicht mal checkt, dass der Typ, dieser Na Fingernagel, Fußnagellackierer, da euch alle am Beleidigen ist. Ja. Guckt euch das an, was hier los ist im Chat. Seht ihr jetzt, warum die ganze Welt den Islam und die Muslime verachtet? Merkt ihr das jetzt? Islam ist Frieden. Wenn du was anderes behauptest, dann machen wir Nackentherapie. Islam ist Frieden. Was hier los ist?
Aber ihr kurbelt den Algorithmus an, das ist ja das Heftige. Was meinst du, wie ich auf allen For You-Pages gerade bin? Das ist krass. Dankeschön. Danke, ihr Lieben, ihr macht das super. Das krass. Ey, wo bist du geboren? In Iran bin ich geboren. In Iran, in einem islamischen Land. Saudi-Arabien und Iran sind die einzigen Länder, die Scharia haben. Unser Land auch noch, das kannst du keinem erzählen. Ich komme gar nicht mehr hinterher, so schnell kommen die Kommentare, das ist krank. Nein, ich habe keine Depression. Weißt du auch wieso? Weil Jesus Christus mich gerettet hat. Deswegen habe ich auch niemals Depression, deswegen laufe ich immer mit einem Lächeln herum und freue mich. Freut euch alle Zeit im Herrn. Amen. Siehst du das nicht? Ich habe so viel Freude in mir. Halleluja. Guck mal. Ich zeige dir mal was Schönes, wie der Herr Jesus Christus spricht. In der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Johannes 16, pass mal auf. Guck mal, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Was für welch Balsam er uns mitgibt für die Seele. Johannes Kapitel 16. Ich zitiere euch ab Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Wen verfolgt ihr Muslime, Juden und Christen, die sich zum Volk Gottes bekennen? Also ihr verfolgt das Volk Gottes ja sowieso, die Juden, das Volk vom Herrn. Und wir Christen, die wir zum Volk Gottes auch gehören, ja, also wir haben eine himmlische Verheißung, die Juden eine irdische. Aber trotzdem sind ja wir diejenigen, die ihr verfolgt und meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen und uns Nackentherapie zu verpassen. Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, sagt Allah. Guck mal hier. Wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ihr kennt weder den Vater noch den Sohn. Allah verflucht diejenigen, die sagen, dass er einen Sohn hat oder dass er der Vater wäre. Sure 9, Vers 30. So. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Hier sagen die, das ist Mohammed, der Beistand, der Tröster, Parakletos. Dann sagen die Muslime, das ist die Mohammed. Wenn das Mohammed ist, dann ist der Gott von Mohammed Jesus Christus, weil er ihn senden wird. Richtig? Ich bin damit einverstanden. Wenn das also Mohammed ist, der Beistand, der Tröster, ja? Parakletos im Griechischen, dann hat ihn ja Jesus Christus gesendet. Dann ist ja Jesus der Gott von Mohammed. Versteht ihr nicht, was ihr da macht? Versteht ihr nicht, wenn ihr versucht, Mohammed in der Bibel zu finden? Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Antichrist, der Teufel. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Hat Mohammed den Herrn Jesus Christus verherrlicht? Der Geist der Wahrheit, da sagen wir, das ist Mohammed. Ja, wenn das Mohammed war, dann ist er der Herr Jesus, der Gott von Mohammed, der ihn verherrlicht. Seit wann verherrlicht denn Mohammed den Herrn Jesus?
Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von den Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander. Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr, Dankeschön, danke ihr Lieben, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Danke, Herr Jesus Christus. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Danke, Herr, dass du uns die Freude gibst und niemand nimmt uns unsere Freude vom Herrn. Habt ihr das kapiert? Siehst du, wie der Herr euch antwortet? Du hast Depression? Mir geht's so blendend, das glaubst du gar nicht. Danke, Simon Lava. So macht der Herr Jesus das. Ihr seid voller Depression. Wir Christen, wir lieben und sind in der Freude. Das ist das und himmelweiter Unterschied. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Danke, mein Herr und mein Gott, dass du die Welt überwunden hast. Danke, dass du der Gott dieser Welt bist, dass du der Gott des Universums bist, dass du alles erschaffen hast, dass du der Gott von dieser Menschheit bist. Ja, so sieht's aus. Der Herr Jesus Christus gibt Kraft, gibt Mut, gibt Stärke und lässt uns nie im Stich. So ist das. Such dir mal einen Arzt. Ja, zu wem soll ich denn gehen? Zu Dr. Mohammed? Guck mal, was der empfiehlt. Kamelurin. Warum steht da Jami At-Tirmidhi, Hadith 2042? Guck mal hier, dein wundervoller Mohammed. Hast du gerade gesehen, wie mein Herr Jesus Christus ist? Jetzt zieh dir mal dein Arzt rein. Jami At-Tirmidhi. 2042. Guck mal hier. Dein Mohammed empfiehlt Kamelpipi. Guck mal hier. Das ist krank. Einfach Kamelpipi mit Milch. Das ist Wahnsinn. Anas erzählte, einige Leute aus Uraina kamen in Al-Medina an und fühlten sich mit dem Klima unwohl. Deshalb schickte ihnen der Gesandte Allahs ein paar Kamele aus Almosen. Er sagte ihnen, trinken sie aus ihrer Milch und ihrem Urin. Das ist der Mediziner.
Was? Wer weiß, dass Jesus Gott ist? Wo sind seine krassen Eigenschaften? Er war ein Mensch. Natürlich, der war 100% Mensch und 100% Gott. Aber er hat geredet, als wäre er auch Gott. Das muss er auch sehen. Du siehst doch, wie er spricht. Guck mal hier, zum Beispiel in Johannes 10, Vers 30. Eindeutig, guck mal, wie er spricht. Ab Vers 20. Ab Vers 19, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das ist nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Mein Lieber, meine Frage an dich, wer außer Gott kann ewiges Leben geben? Können Propheten ewiges Leben geben? Jesus ist Gott und er wird dein Richter sein am Tage der Auferstehung. Mohammed hat das sogar in Sahih Bukhari gesagt, dass Jesus Christus als Richter zurückkommt. Stell dich auf die Seite des Herrn Jesus Christus und bekenne, dass er Richter ist. Dein Richter. Dein Richter. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Kannst du, bei aller Liebe, kannst du sagen, du und Allah seid eins? Zeig mir einen Muslim hier auf dieser Welt, der sagt, ich und Allah sind eins. Oder zeig mir einen Propheten. Naja, Isa alayhi salam, ihr habt den Knall nicht gehört. Ihr habt, glaube ich, zu viel Kamel-Urin-Intus. Der lebt nicht lange, doch, ich lebe schon seit 10 Jahren so. Ja, ich bin ein lebendiges Zeugnis, dass Jesus Christus lebt und für mich da ist, ne? Danke, Cindy. Danke, Sabrina. Danke euch allen. Da seht ihr, wer der wahrhaftige Gott ist, ne? Und das ewige Leben. Ja, Cut Nigel, Cut Nigel. Den muss ich immer bringen, ist mir egal. Ja, also ihr Muslime, ihr müsst mir mal einen Beweis bringen, wo ein Prophet sagt, ich und Gott sind eins. Das ist totale Blasphemie, wenn du sagst, ich und Allah sind eins. Nicht Mohammed hat das gesagt, du bist ein Eidi, guck mal hier. Schau in den Spiegel, mein lieber Unbekannt, und Gott segne dich und deine Familie, aber ich muss dich stumm, damit du beim nächsten Mal lernst. Aisha spielte mit Puppen, genau. So ein Vorbild können wir niemals akzeptieren. Ich komme gar nicht mehr hinterher, das ist zu viel, zu viele. Wie viele Likes haben wir denn schon, ihr Lieben? Ich sehe das nicht. Wie viele Likes sind da oben schon? Hammer. Danke, ihr Lieben, danke schön von ganzem Herzen. Hört zu, was der Herr Jesus Christus noch sagt. Jetzt pass mal auf die Reaktion der Juden. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes willen wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also die Juden haben erkannt, dass er sich die ganze Zeit behauptet hat, Gott zu sein, aber ignorante Euro-Shisha-TikTok-Muslime, die den ganzen Tag Doppelapfel rauchen, sehen das nicht. Ja. Dann tut es mir für euch leid. Dann tut es mir für euch leid. Oh, danke schön, Simon Dava. Danke. Gott segne euch, ihr Lieben, ihr Wundervollen.
Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Er ist das Alpha und das Omega, das A und das O. Er gibt dem Dürstenden zu trinken und er wird unser Gott sein und wir werden seine Kinder sein. Offenbarung 21,7. Allah und Mohammed werden am Tage des jüngsten Gerichts in den ewigen Feuersee kommen. Das befindet sich in Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Ich zitiere. Ihr denkt, dass ich ein Lügner bin? Warte mal. Wo der falsche Prophet und der Drache, wo das Tier ist. Offenbarung 20, 10. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast die gute Möglichkeit, durch mich Jesus Christus kennenzulernen und deine Seele in Sicherheit zu bringen. Ja? Das ist das. Du hast die gute Möglichkeit, heute deine Seele in Sicherheit zu bringen und wegzugehen von dieser Religion, wo der Untergang sowieso geweiht ist, und zum Herrn Jesus Christus zu kommen, der deine Seele retten will. Hier, cut my joke. Aramea, danke. Danke, ihr Lieben. Dankeschön. Wie kann man den Herrn Jesus Christus so außer Acht lassen? So wundervoll, wie er ist. Ich verstehe das nicht. Wie könnt ihr zu Mohammed gehen? Der ohne Ende Menschen, der hat Menschen foltern lassen wegen Geld. Pass mal auf, guck dir das mal bitte an. Kinana al-Rabbi. Kinana al-Rabbi. Guck mal, diese Geschichte, was passiert ist. Mohammed hat Leute, pass mal auf, guck mal hier. Das ist absolut geisteskrank. Guck mal, was der macht in Sahih Bukhari, Sahih Bukhari Band 4, Buch 52, Hadith 261. Sahih Bukhari, Band 4, Buch 52, Hadith 261. Überliefert von Anas bin Malik. Eine Gruppe von 8 Männern aus dem Stamm Ukil kam zum Propheten und stellte dann fest. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, danke vielmals. Überliefert von Anas bin Malik. Eine Gruppe von 8 Männern aus dem Stamm Ukil kam zum Propheten und stellte dann fest, dass das Klima in Medina für sie ungeeignet war. Also sagten sie: O Allahs Apostel, versorge uns mit etwas Milch. Allahs Apostel sagte, ich empfehle dir, dich der Kamelherde anzuschließen. Also gingen sie hin und tranken den Urin und die Milch der Kamele als Medizin, bis sie gesund und fett wurden. Guck mal jetzt, wie behämmert. Danke, Simon. Danke, Bero. Dann töteten sie den Hirten und vertrieben die Kamele. Und nachdem sie Muslime geworden waren, wurden sie zu Ungläubigen. Das passt gar nicht. Also wenn sie, Dankeschön, danke ihr Lieben. Wenn sie also doch gesund wurden von dem Kamelurin und von der Milch, warum haben sie dann den Schäfer denn getötet, wenn sie doch zufrieden wären? Also sie waren unzufrieden mit dem, was Mohammed ihnen empfohlen hat. Guck mal hier. Guck mal, was der schreibt. Digga, was in Google steht, ist fake. Ich sage zu ihm, Sahih Bukhari, Band 4, Buch 52, Hadith 261. Da sagt er, was in Google steht. Ich bin am Verzweifeln. Das kannst du keinem mehr erzählen. Diese Leute stehen auf Autopilot, glaube ich. Die sind total am Ende, Mann. Das kannst du doch keinem erzählen. Danke, Simon. Ich sage Sahih Bukhari, der sagt Google. Das Gehirn ist auf Autopilot. Ey Leute, ihr seht das mit euren eigenen Augen. Hadith ist safe, Google. Sahih Bukhari, Band, Buch und Hadith ist Google. Das ist so kaputt, das ist so kaputt.
Oh, Herr Jesus Christus, habe Gnade an ihm, habe Gnade an ihm, habe Gnade an ihm. Also gingen sie hin und tranken den Urin und die Milch der Kamele als Medizin, bis sie gesund waren. Dann töten sie und hirten und vertrieben die Kamele. Und nachdem sie Muslime geworden waren, wurden sie zu Ungläubigen. Als der Prophet durch einen Hilfeschrei benachrichtigt wurde, schickte er einige Männer zu ihnen, um sie zu verfolgen. Dankeschön, Ivan. Und bevor die Sonne hoch aufging, wurden sie gebracht und er ließ ihnen Hände und Füße hier abcutten. Dann befahl er, Nägel zu erhitzen und ihnen über die Augen zu fahren. Und Molke wurde in der Hara, das heißt dem felsigen Land in Medina, zurückgelassen. Sie baten um Wasser und niemand versorgte sie, bis sie zum Tod bis sie krepierten. Absolut krank. Unglaublich. Hadith über Hadith, Hadith über Hadith, Hadith über Hadith, Ahadith. Sahih Bukhari, Band 8, Buch 82, Hadith 795, überliefert von Anas. Der Prophet schnitt den Männern des Stammes Ureina die Hände und Füße ab und kauterisierte ihre blutenden Gliedmaßen nicht, bis sie starben. Das ist also der Prophet der Barmherzigkeit. Das schneidet von Menschen die Hände und Füße ab. Das ist so heftig, ey. Der Mohammed war ein sehr barmherziger Mensch, ne? Niemals, du Lügner. Der Nächste, guck mal hier. Guck mal, wie verzweifelt sie sind. Guck mal hier. Kia 78, niemals, du Lügner. Seht ihr? Kaputter geht's nicht mehr. Sie kommen mit ihren eigenen Schriften nicht klar. Ich bin entsetzt. Danke, Isabel. Danke, Aramir. Internet, ja, Internet ist die heftigste Waffe gegen den Islam. Wegen dem Internet haben zig Hunderttausende von Muslime, Millionen von Muslime den Islam verlassen. Weil wir im Zeitalter des Internets sind und wir miteinander diese ganzen Informationen austauschen können. Guck mal, ich kann 600 Leute gerade erreichen und diese 600 Leute können dann auch wiederum mehrere hundert Leute erreichen. Meinst du, was das für eine Detonation auslöst? Ist das nicht heftig? Das ist wie so ein Schneeball-Effekt. Leute, hört auf mit diesem Hut. Manchmal, wenn ernste Themen sind, dann können wir noch nicht den Hut schicken, Mann. Gott, nein, Gott, hört auf. Mann, Mann, Mann. Heide Witzke. Ich wollte euch aber eine Geschichte erzählen. Guck mal, was Mohammed gemacht hat aus Geldgier. Guckt ihr das mal bitte an, Leute. Merkt euch diesen Hadith. Sahih Bukhari, Band 1, Buch 11, Hadith 626. Sahih Bukhari, Band 1, Buch 11, Hadith 626. Abu Huraira berichtete, der Prophet sagte, kein Gebet ist für die Heuchler schwieriger als das Fajr und das Isha-Gebet. Und wenn sie die Belohnung für diese Gebete zu ihren jeweiligen Zeiten wüssten, würden sie sich mit Sicherheit sogar in den Moscheen melden, wenn sie kriechen müssten. Der Prophet fügte hinzu, sicherlich habe ich beschlossen, dem Muadin, also den Rufer zum Gebet, befehlen Ikrama auszusprechen und einem Mann zu befehlen, das Gebet zu leiten und dann eine Feuerflamme zu nehmen, um alle zu verbrennen, die ihre Häuser bisher nicht verlassen hatten, für das Gebet samt ihren Häusern. Also mit anderen Worten, Mohammed würde euch am liebsten Millionen von Euro Shisha-Muslimen, die tagtäglich
in irgendwelchen, weiß ich nicht, von morgens bis abends etwas anderes machen als zu beten. Kol Chada kannst du in den Spiegel gucken und dir das auch nochmal sagen. Gott segne dich und deine Familie, Nadja. Du gehst auf Stummschaltbank. Du gehst auf die Ersatzbank. Du guckst von außen zu. Witzfigur, Gott segne dich und deine Familie. Marokkrose, du bist auch meine Stalkerin. Du guckst von außen zu. Du bekommst auch ein Stummschaltpaket. Danke, Sina. Ich zitiere, Salama bin al-Maila, einer von Khalids Reitern, wurde umgebracht und die Polytheisten verloren etwa 12 bis 13 Männer. Dann ergriffen sie die Flucht. Himas rannte davon, ging in sein Haus und forderte seine Frau auf, die Tür zu verriegeln. Als sie fragte, was aus seinen früheren Worten geworden sei, sagte er, wenn sie die Schlacht von Khadama miterlebt hätten, als Safwan und Ikrima flohen und Abu Yazid stand wie eine Säule und die Muslime begegneten ihnen mit ihren Schwertern. Die Armee, die Arme und Schädel, nur verwirrte Schreie waren zu hören. Hinter uns ihre Schreie und Stöhnen. Sie hätten nicht das geringste Wort der Schuld ausgesprochen. Wo finden wir das? Das Leben von Muhammad, Sirat Rasul Allah, Seite 550. Der Apostel Allahs, also Muhammad, sagte, geh weg mit ihm und schneide seine ab. Also gaben sie ihm Kamele, bis er satt war. Das meinte der Apostel mit seinem Befehl. Das Leben von Muhammad, danke, danke, danke Simon, danke dir, danke für alles. Auf der Seite 595, das Leben von Muhammad, Sirat Rasul Allah auf der Seite 595. Imam At-Tabari schreibt, laut Ibn Humayd, Salama Ibn Ishaq, Muhammad bin Jafar bin Al-Zubayr, als der Gesandte Gottes Hamza in diesem Zustand sah, sagte er, wenn Safir nicht trauern würde oder es nach mir nicht zur Sunna Standardpraxis würde, würde ich ihn verlassen, damit er es tun würde, seinen Weg in die Bäuche wilder Tiere oder in die Ernte von Vögeln finden. Wenn Gott mir irgendwann den Sieg über die Quraysh schenkt, werde ich 30 ihrer Männer verstümmeln. Als die Muslime die Trauer und Wut des Gesandten Gottes über das, was seinen Onkel angetan wurde, sahen, sagten sie bei Gott, wenn wir eines Tages siegreich sind, werden wir sie auf eine Weise verstümmeln, wie es keiner der Araber getan hat. Hat jemals jemanden verstümmelt? Imam At-Tabari, The History of At-Tabari, Tariq al-Rasul wa al-Muluk, Seite 133. Ich suche eine bestimmte Geschichte, warte mal. Ah, hier. Laut Ibn Ishaq, Kinana bin al-Rabbi, geboren Abi al-Huqayr, der den Schatz der Banu al-Nadir besaß, wurde zum Gesandten Gottes gebracht, der ihn befragte, aber er bestritt zu wissen, wo es war. Dann brachte der Gesandte Gottes einen Juden, der zu ihm sagte, ich habe Kinana jeden Morgen um diese Ruine herumlaufen sehen. Der Gesandte Gottes sagte zu Kinana, was sagst du? Wenn wir es in deinem Besitz finden, werden wir dich in Ordnung, antwortete er. Der Gesandte Gottes befahl, die Ruine auszugraben und einen Teil des Schatzes daraus zu holen. Dann bat er ihn um den Rest. Kinana weigerte sich, es herauszugeben. Guck mal, jetzt Mafia-Methode.
es herauszugeben. Also gab der Gesandte Gottes Al-Zubayr den Befehl bezüglich ihn, Al-Awam sagte, foltere ihn, bis du aus ihm rausholst, was er hat. Al-Zubayr drehte seinen Feuerstab so lange in seine Brust, bis Kinana fast tot war. Dann gab ihm der Gesandte Gottes Muhammad bin Maslama, der ihn Nackentherapie verpasste, um seinen Bruder Mahmud bin Maslama zu rächen. Hier, das The History of At-Tabari, Tarikh al-Rasul wa al-Muluk, Seite 122 bis 123. Er hat aus Geldgier Leute foltern lassen, Leute. Unglaublich, wer Muhammad war, ne? Der König des Islamischen Staates. Versteht ihr jetzt, dass der Islamische Staat die wahrhaftige Richtung ist des Islams? So sieht's aus. Sie machen genau das, was ihr Vorbild getan hat. Deswegen hassen die meisten Menschen auf der Welt den Islam, damit ihr das jetzt versteht, ihr Muslime. Nicht wegen irgendetwas hassen, sind das alles Islamhasser. Nein, wegen Mohammed selber, was er den Leuten angetan hat. Damit ihr das begreift, dass diese Islamabneigung gegen Islam oder diese Islamverachtung oder diese Kritik am Islam berechtigt ist. Verstehst du? Versteht ihr? Deswegen müsst ihr auch verstehen, warum es den Islamischen Staat gibt. Ne? Nicht nur, weil Pierre Vogel sagt, das ist der idiotische Staat. Der Typ hat selber gar keine Ahnung. Beziehungsweise der blendet alles aus. Er sieht also nicht, was sein eigener Prophet getan hat und was er den Leuten angetan hat. Er hat nach und nach Dörfer angegriffen, Territorien erobert und die Menschen zum Islam gezwungen. Ich lese vor, pass auf. Tafsir ibn Kathir. Achtung, also das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Ibn Kathir, dem Schüler von Ibn Taymiyyah. Guck mal hier. Sure 2, Vers 256. La ikraha fiddin. Danke, Simon Lava. Danke dir, Lawrence. Danke, danke, wundervoll. Sure 2, das könnt ihr alle mit mir machen. Tafsir ibn Kathir, Sure 2, Vers 256. Ihr kennt ja, wenn Muslime zu euch kommen und sagen, ah, mir redet nicht so ein Blödsinn oder ey, redet kein Quatsch. Es gibt keinen Zwang in der Religion, man darf nicht Menschen zum Islam zu. Ihr kennt ja zu zigtausend, erzählen die so einen Quatsch. Guck mal hier, wenn wir aber die Schriften aufschlagen, um das Ganze mal nachzuprüfen, was das auf sich hat. Pass mal auf, das sind Muslime, die überhaupt gar keine Ahnung von ihrem Islam haben. Guck mal hier, was Ibn Kathir zum Beispiel sagt. Koran, beste, wenn man durchfällt. Was sagst du für Lügen? Mustafa, Tafsir ibn Kathir, Surah Al-Baqarah, Ayat 256. Ich zitiere, in der Religion gibt es keinen Zwang. Wahrlich, der richtige Weg hat sich vom falschen Weg unterschieden. Wer nicht an Tarut glaubt und an Allah glaubt, der hat den vertrauenswürdigsten Griff ergriffen, der niemals brechen wird. Und Allah ist allhörend, allwissend. Kein Zwang in der Religion. Allah sagte, es gibt keinen Zwang in der Religion. Was bedeutet, zwingen Sie niemanden, Muslime zu werden. Denn der Islam ist klar und deutlich. Und seine Beweise und Belege sind klar und deutlich. Daher besteht keine Notwendigkeit, jemanden zu zwingen, den Islam anzunehmen. Vielmehr wird jeder, den Allah zum Islam führt, sein Herz dafür öffnet und seinen Geist erleuchtet, den Islam mit Sicherheit annehmen. Wer auch immer Allah sein Herz verblendet und sein Gehörsehen verschließt, dem wird es keinen Nutzen bringen, wenn er gezwungen wird, den Islam anzunehmen. Es wurde berichtet, dass die Ansar der Grund für die Offenbarung dieser Ayah waren. Obwohl ihre Angaben allgemeiner Natur ist, Ibn Jarir berichtete, dass Ibn Abbas sagte, vor dem Islam sagten sie, wenn eine Ansar-Frau keine lebenden Kinder gebären würde, würde sie schwören, dass sie, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, das am Leben bleibt, es als Kind erziehen würde. Als die Banu An-Nadir, der jüdische Stamm aus Al-Madina, evakuiert wurden einige der Kinder der Ansar unter ihnen großgezogen. Und die Ansar sagten, wir werden unsere Kinder nicht im Stich lassen. Allah offenbarte, es gibt keinen Zwang in der Religion. Wahrlich, der richtige Weg hat sich vom falschen Weg unterschieden. Danke, DeLorenz. Abu Dawud und An-Nasai haben diesen Hadith ebenfalls aufgezeichnet. Was den Hadith betrifft, den Imam Ahmad aufgezeichnet hat, in dem Anas sagte, dass der Gesandte Allahs zu einem Mann sagte,
umarme den Islam, also nimm den Islam an. Der Mann sagte, ich mag ihn nicht. Der Prophet sagte, auch wenn er dir nicht gefällt. Erstens ist dies ein authentischer Hadith mit nur 3 Überlieferern zwischen Imam Ahmad und dem Propheten. Dies ist jedoch für das diskutierte Thema nicht relevant, da der Prophet diesen Mann nicht gezwungen hat, Muslim zu werden. Der Prophet lud diesen Mann lediglich ein, Muslim zu werden. Und er antwortete, dass er nicht bestrebt sei, Muslim zu werden. Der Prophet sagte zu dem Mann, dass er den Islam annehmen sollte, auch wenn er ihn nicht gerne annimmt. Denn Allah wird die Aufrichtigkeit und wahre Absicht gewähren. Tauhid ist der vertrauenswürdigste Halt. Allahs Aussage, wer nicht an Tarut glaubt und an Allah glaubt, der hat den vertrauenswürdigsten Griff ergriffen, der niemals brechen wird. Und, dann hat er den vertrauenswürdigsten Griff ergriffen. Deshalb wird diese Person Festigkeit in der Religion erlangt haben und den richtigen Weg und den geraden Weg eingeschlagen haben. Abu al-Qasim al-Barawi berichtete, dass Omar sagte, Jibit bedeutet Magie und Tarut bedeutet Shaitan. Wahrlich, Mut und Feigheit sind 2 Instinkte, die bei Männern auftreten. Der mutige Kampf für diejenigen, die er nicht kennt, und der Feigling rennt davon, weg davon, seine eigene Mutter zu verteidigen. Die Ehre des Menschen liegt in seiner Religion und sein Status basiert auf seinem Charakter. Selbst wenn er Perser oder Nebatenier war. Omas Aussage, dass Tarut Shaitan ist, ist sehr fundiert, denn diese Bedeutung umfasst jede Art von Übel, in das die unwissenden Menschen der Jahiliya, vorislamische Ära der Unwissenheit, verfielen, wie zum Beispiel die Anbetung von Götzen, die Berufung auf sie als Urteilsvermögen und die Berufung auf sie für den Sieg. Allahs Aussage, dann hat er den vertrauenswürdigsten Griff ergriffen, bla bla bla, jetzt kommt wieder die Aussage von Allah, und jetzt, da hat dem Mujahid sagte, der vertrauenswürdigste Halt ist Iman, Glaube. As-Sudi sagte, dass es sich auf den Islam beziehe. Imam Ahmad berichtet, dass Qais bin Abbad sagte, ich war in der Moschee, als ein Mann, dessen Gesicht Anzeichen von Demut zeigte, kam und betete 2 Rakah, die von bescheidener Länge waren. Die Leute sagten, dies ist ein Mann aus dem Volk des Paradieses. Als er ging, folgte ich ihm, bis er sein Haus betrat, und ich ging hinter ihm hinein und sprach mit ihm. Als er sich wohlfühlte, sagte ich zu ihm, als du die Moschee betrat, sagten die Leute, er sagte, alles Lob gebührt Allah, niemand sollte sagen, wovon er keine Ahnung hat. Ich werde ihnen sagen, warum sie das Sagen haben. Ich sage, während der Zeit des Gesandten Allahs eine Vision erzählte sie ihm. Und, bla 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 bla. Guck mal, wo ich bin. Ich bin auch heftig, ey. Ich war bei 200. Das ist nicht mehr normal. Wie lang diese ganze Zeugs hier ist. Warte mal. Ich will die Aussage, als der Ibn Kathir sagt, dieses wurde abrogiert durch Sure 9, Vers 5.
Wie die das hier verkürzt haben im Englischen, das ist krass. Das ist echt heftig. Ich muss mal im Arabischen gucken, warte mal. Koran, KFSU, Koran, Tafsir, Holy Koran, Tafsir Ibn Kathir, Surah Al-Baqarah, Ayat 256. Hier. Im Arabischen findet ihr das. Guck mal, wie gemeingefährlich die Muslime sind. Die übersetzen das gar nicht richtig. Ich bin jetzt gerade in Koran auf der saudi-arabischen Seite gegangen und hier haben wir den richtigen Tafsir von Ibn Kathir. Ihr wisst gar nicht, wie gemeingefährlich die sind. Absolut krank. Guck mal, hier erklärt der Ibn Kathir das folgendermaßen. Gott der Allmächtige sagte, es gibt keinen Zwang in der Religion. Bedeutung, zwinge niemanden in die Religion des Islams einzutreten, denn seine Beweise und Beweise sind klar und deutlich. Es besteht keine Notwendigkeit, jemanden dazu zu zwingen, in sie einzutreten. Vielmehr geht jeder, den Gott zum Islam führt, seine Brust erweitert und seine Einsicht erleuchtet, mit klaren Beweisen hinein. Gott verblendet sein Herz und versiegelte sein Gehör und sein Sehen, denn es würde ihm nichts nützen, mit Gewalt oder Zwang in die Religion einzutreten. Sie erwähnten, dass der Grund für die Offenbarung dieses Verses bei einer Gruppe von Ansar lag, obwohl ihre Herrschaft allgemeiner Natur war. Ibn Jarir sagte, Ibn Bashar hat es uns erzählt, Ibn Abi Adi hat es uns erzählt, auf die Autorität von Shubba, auf die Autorität von Abu Bishr, auf die Autorität von Said, weil jetzt kommt die ganze Überlieferungskette, der sagte, eine Frau, früher war sie eine Kritikerin und sie macht es sich zur Pflicht, ein Kind vom Judentum, bla 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 bla, Söhne von Ansar, unsere Kinder offenbart und es wurde von Abu Dawud al-Nasai auf der Autorität überliefert, damit Sahih, Shubba, erwähnte Mujahid, Al-Basr, jetzt kommt wieder die Überlieferungskette, auf der Autorität von, es gibt kein Zeichen. Er sagte mir, es wurde über einen Mann aus Ansar offenbart, Husseini, christliche Söhne, und war ein muslimischer Mann. Er sagte zum Propheten, möge Gott ihn segnen und Frieden schenken, sollte ich sie nicht verabscheuen, denn sie haben alles andere als das Christentum abgelehnt. Also hat Gott das offenbart. Es wurde von Ibn Jarir überliefert und als Suddi erzählt etwas Ähnliches und fügt hinzu, sie waren durch Kaufleute, die aus der Levante gekommen waren, um Öl zu transportieren, zum Christentum konvertiert. Und als sie beschlossen, mit ihnen zu gehen, wollte ihr Vater sie zwingen. Sie wollten sie zwingen und er bat den Gesandten Gottes, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, ihre Spuren zu senden. Und so wurde dieser Vers offenbart. Ibn Abi Hatim sagte, mein Vater hat es uns erzählt, Scharik hat es uns erzählt, auf der Autorität von Abu Halil, bla bla bla, Überlieferungskette. In der Region war ich ein Sklave, christlicher Sklave von Omar ibn al-Khattab und er bot mir immer den Islam an, aber ich lehnte ab. Also sagte ich, es gibt keinen Zwang in der Religion und er sagte, Ask, wenn du zum Islam konvertierst, hätten wir deine Hilfe gesucht. Einige muslimische Angelegenheiten, eine große Gruppe von Gelehrten hat argumentiert, dass dies für die Anhänger des Buches und diejenigen gilt, die ihre Religion von der Aufhebung und dem Wechsel beigetreten sind, sofern sie Steuern zahlen. Aha, guck mal hier.
Eine große Gruppe von Gelehrten hat argumentiert, dass dies für die Anhänger des Buches und diejenigen gilt, die ihre Religion vor der Aufhebung und dem Wechsel beigetreten sind, sofern sie die Steuern zahlen, Jizya. Andere sagten, vielmehr wird es durch den Vers über den Kampf aufgehoben. Siehst du, das ist das Problem, was wir haben. Im Englischen übersetzen diese Teufel das nicht wie hier im Arabischen, damit nur die arabischen Muslime das lesen können. Ist das krank? Damit das schön verborgen bleibt, damit die Muslime schön dumm gehalten werden, was die Sure 2256, die schon längst abrogiert wurde. Guck mal hier. Vielmehr wird es durch den Vers über den Kampf, Sure 9, Vers 5, aufgehoben. Und alle Nationen müssen dazu aufgerufen werden, der wahren Religion des Islams beizutreten. Wenn sich einer von ihnen weigert, ihr beizutreten und sich ihr nicht zu unterwerfen oder den Tribut zu zahlen, er wird bekämpft, bis er Nackentherapie bekommt. Ist das krank? Das ist die absolute geisteskranke Sekte, Mann. Er wird bekämpft, bis er Nackentherapie bekommt. Dies ist die Bedeutung von Zwang. Gott der Allmächtige sagte, du wirst gegen ein Volk von großer Macht aufgerufen, du wirst gegen sie kämpfen oder sie werden sich unterwerfen. Al-Fatih, Aja 16. Al-Fatih ist ja der Sieg. Sure 47 müsste es sein. Sure Al-Fatih. Aja 16. Und Gott der Allmächtige sagte, O Prophet, strenge dich an gegen die Ungläubigen und Heuchler und sei hart gegen sie. Sure 48, Vers 29. Und wisse, dass Gott mit den Gerechten ist. At-Tauba 123. Und im Sahih, dein Herr wundert sich über ein Volk, das in Ketten ins Paradies geführt wird. Also Allah wundert sich, warum so viele Menschen so angekettet mit Leinen ins Himmelreich geführt werden. Schaut euch das bitte an. Siehst du im Englischen, wie das auf einmal, du lügst, guck dir diese Haufen an, du lügst. Also ich lese das hier vor aus dem Arabischen und du sagst, ich lüge? Seid ihr schon wieder kaputt? Too much camel urine? Pommes, geh weg. Da bin ich wieder, verschwinde. Du hast so viel Pommes mit Ketchup gemacht. Da sagt er einfach, ich bin's wieder, ich bin wieder da. Schämt er sich nicht. Siehst du, Sure 2, 256 und die ganzen friedlichen Verse wurden durch Sure 9, Vers 5 aufgehoben. Und alle Menschen müssen zum Islam gezwungen werden. Heftig, ne? Siehst du, wie krass? Ich lese das aus dem Englischen vor. Sie übersetzen das gar nicht. Das ist der Kleine hier. Der ist am Pennen. Der Hundili. Der ist am Schlafen wie so ein... Ey, wir haben schon 12 Uhr, Leute. Haben wir schon die 500.000 geknackt? Hey. Was machst du da? Schnarchst du wie ein Motor? Ihr könnt das alle für euch selber prüfen. Tafsir ibn Kathir zu Sure 2256. La ikraha fid din. Hier. Kat Naiju. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für das ganze Teilen. Guck mal, wie viele Leute wir erreicht haben. Wahnsinn. Wir haben Gesamtaufrufe. 19.100 Gesamtaufrufe. Ist das krank? Komm, 3, 2, 1. Jetzt tippen wir wieder alle, damit wieder alles hochgeht. Komm. Ich habe Durchfall wegen Mohammeds Koran. Das ist krank. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ihr alle dabei seid, ihr Lieben. Ohne euch wäre das auch gar nicht möglich. Ne? Ihr seid die Allerheftigsten, echt. Ein großes Lob auch an euch. Ich danke euch vielmals. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Ihr seid ein starkes Team. Ihr seid meine Geschwister in Christus und ich liebe euch von ganzem Herzen, auch wie ich die Muslime liebe. Aber natürlich soll die Geschwisterliebe ganz hoch gehalten werden. Ich lese euch vor. 1. Johannes 4. Pass auf. Über die Liebe zu uns Geschwistern, zu den Geschwistern. Lasst mich euch ein schönes Wort mitgeben über die Liebe zu den Geschwistern. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. 1. Johannes 4, Abvers 1. Geliebte, glaubt nicht...
Glaub nicht jedem Geist, sondern prüf die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten, Mohammed, in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dass Gott Mensch wurde, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Antichrist, das ist der Geist des Antichristen, der Islam und Mohammed und Allah. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Jesus hat uns gewarnt vor dem Islam, Mohammed und Allah. Und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Jetzt pass auf, die Liebe zu den Geschwistern. Geliebte, lasst uns einander lieben, mein Lieblingsvers der gesamten Bibel. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Ich liebe euch von ganzem Herzen. So sieht's aus. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ist das nicht wunderschön? Gibt es sowas im Koran? Zeig mir mal einen Vers im Koran, der so ist. Gott ist Liebe, Allah ist Liebe. Allah ist Terror und Leid. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ihr Lieben, habt keine Angst, der Jesus Christus hat den Tod überwunden. Ihr dürft sicher sein, dass ihr gerettet seid. Du Parasit, warte mal. Gott segne dich, Alibaba, aber du gehst jetzt erstmal schlafen. Stummschaltpaket für dich. Ich rede von Liebe, der sagt, du Parasit. Danke, danke, ich mach das jetzt nicht mit Dings. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er denn Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Amen. Ist das nicht wundervoll? Ich bin nicht großartig, der Jesus Christus ist großartig. Dankeschön, danke ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Ja, das macht der Herr Jesus Christus. Ne? Er gibt dir einen neuen Leib und du kannst dann wahrlich sagen, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Amen. Amir, ein Muslim, sagt, Maria war 12, als sie Jesus bekommen hat. Erklär ihn mal. Ja, wir haben keine gewisse Zeitangabe, aber Maria war ja eine Jungfrau. Maria war Jungfrau. Mohammed hat mit 6 Jahren geheiratet und sie mit 9 Jahren, ihr wisst schon. Und sie hatte nicht ihre Menstruation. Guck, ich zeig dir das. Sahih Bukhari 61,30. Bukhari 61,30. So. Ich zitiere. Ja, das ist das. Die schämen sich im Grund und Boden für ihren Propheten. Ne? Anas erzählte... Oh, Entschuldigung. Ich spielte in der Sahih Bukhari 61,30, schreibt euch das auf. Ich spielte in der Gegenwart des Propheten mit den Puppen und auch meine Freundinnen spielten mit mir.
absolut krank. Ne? Bis hierhin ist schon absolut krank. Wenn Allahs Gesandter meinen Wohnort betrat, versteckten sie sich, aber der Prophet rief sie dazu auf, sich mit mir anzuschließen und mit mir zu spielen. Und jetzt pass mal auf, der Kommentar von Ibn Hajar, der uns den Rest gibt. Das Spielen mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten, aber für Aisha war es damals erlaubt, da sie ein kleines Mädchen war und noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hatte. Fathul Bari, Seite 143, Band 13. Ihr seid die allerheftigste Glaubensgemeinschaft, die die Welt jemals hervorgebracht hat. Was meinst du, was der Herr Jesus Christus mit Mohammed machen wird? Was meint ihr Muslime, was der Herr Jesus mit Mohammed machen wird? Absolut heftig. Absolut heftig. Mit Puppen hat dieses Kind gespielt. Der wird Mohammed in die tiefste, äußerste Ecke der Hölle werfen. Ja, der Herr Jesus Christus warnt ja die Menschen, dass sie nicht Kinder anfassen sollen. Matthäus 18, guckt hier. Der Mohammed wird von Jesus Christus zur Rechenschaft gezogen. 1 Million %ig. Darauf kann er Gift nehmen. Und auch diese ganzen pädophilen Pastoren und so. Pass mal auf. Matthäus 18, die Überschrift ist, danke Sonja, der Größte im Reich der Himmel. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihrer Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlenstein an seinen Hals gehängt wird und er ins tiefste Meer versenkt würde. Wehe euch, die ihr Kinder anfasst. Wehe euch, und das sagt er auch zu Mohammed. Das ist mein Herr Jesus Christus, der die ganzen Pastoren und Priester und alle, die Kinder anfassen, zur Hölle fahren lässt. Warte mal ab. Mit Puppen hat sie gespielt. Ein Kleinkind, die noch nicht das Pubertätsalter erreicht hat. Da hat Mohammed ist an ihr rangegangen. Ihr wisst, wo euer Platz ist. Mit Brief und Siegel sage ich euch, ihr seid auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Ihr seid auf dem Weg in den ewigen Feuersee. Samt euren wundervollen Vorbild. So krank ist das Ganze. Sie folgen einem Menschen, der ein Kleinkind angefasst hat. Danke, Ghost. Der wirklich ein Kleinkind angefasst hat, die noch nicht ihre Menstruation erreicht hatte. Guck mal, was der schreibt. Hahaha, du bist so lustig, Wallah. Um Gottes Willen. Anstatt die Leute sagen, Ami, sag mir nochmal die Quelle, ich möchte das selber nochmal lesen. Keiner von denen sagt das. Seht ihr, ihnen ist ihre Seele völlig egal. Ich bin so glücklich, dass ich meine Entscheidung rausgetroffen habe aus dem Islam und hoffe, dass der eine oder andere mir zuhört und genau das Gleiche sagt und sagt, Ami hat recht. Diese Sekte muss man beiseite legen und sofort zu Jesus Christus kommen. Sofort. Ach, hör auf zu lügen. Ja, das ist, da seht ihr. Ach, hör auf zu lügen. Das ist unerträglich, ne, Leute, wenn ihr das mit euren eigenen Augen liest, was die Muslime da in den Kommentaren schreiben, ne? Traurig, ne? Sie entscheiden sich bewusst, für alle Ewigkeiten verloren zu gehen. Das ist so grausam, Leute. Das ist einfach so grausam. Weil die aus Satan sind. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, wer kann denn sowas akzeptieren? Sagt es mir. Kann man so ein Vorbild akzeptieren, der ein Kleinkind heiratet, die mit seinen gesamten Puppen zu ihm nach Hause geht und die mit Kleinkindern, mit ihren Freunden am Spielen ist? Um Gottes Willen, um Gottes Willen, kehrt um. Sunniten sind keine Muslime, deswegen habt ihr alle ein falsches Bild vom Islam und kennt ihn nicht. Ja, komm, ich bitte dich. Ach,
Du bist Schiite, kein Problem. Für dich Schia habe ich auch noch was vorbereitet. Glaubst du, dass die Schiiten besser sind? Pass mal auf. Du glaubst, dass die Schiiten besser sind? Kein Problem, dann gehen wir auch darauf ein, damit wir das Thema auch durchhaben. Sunniten sind keine Muslime? Pass auf. Mal gucken, was der Imam Khomeini zu dem Thema SEX mit Kindern sagt. Ayatollah Khomeini sagte, ein Mann darf sich selbst mit einem Säugling sexuell vergnügen, auch wenn er nicht Vulva in den Säugling eindringen sollte. So sind die anderen sexuellen Praktiken jedoch uneingeschränkt erlaubt. Dazu gehört unter anderem sexuelle Belästigung mit Umarmen, sexueller Natur und die Reibung mit dem Penis zwischen den Beinen des Säuglinges. Und das ist der Führer des Islamischen Republik in meinem Land gewesen. Wenn ein Mann sexuelle Aktivitäten ohne Penetration mit einem weiblichen Säugling ausübt, so ist ihm kein Vorwurf zu machen, denn er begeht keinerlei Sünde, solange er das Kind lediglich sexuell belästigt. Das weibliche Kind wird nicht als eine der vier dauerhaften Ehefrauen des Mannes gezählt und er ist auch nicht dazu verpflichtet, die Schwester des Kindes zu heiraten. Tahrir al-Wasila, Seite 241. Gefällt dir das besser? Gefällt dir Schiite das besser? Das steht im Buch von Imam Khomeini. Tahrir al-Wasila auf der Seite 241. Das ist Satanismus, ist das. Das ist Satanismus. SX mit Kindern, mit Säuglingen. Du willst also dein Penis zwischen den Schenkeln von einem Säugling drücken? Ihr ekelhaften Mülltonnen, ihr. Habe ich doch gerade gesagt. Der sagt, guck mal, Ami, du Lügner, das ist bei den Schiiten. Habe ich doch gerade vorgelesen. Der hat euch Sunniten angemacht. Habe ich gesagt, okay, kein Problem. Wenn die Sunniten keine Muslime sind und du das ablehnst, weil Mohammed ein Kleinkind angefasst hat, ja, wie gehst du denn mit deinen schiitischen Gelehrten denn um? Tahrir al-Wasila, Seite 241. Ja, auch wenn du das als Schiite ablehnst, was Imam Khomeini sagt, so gibt es Millionen von schiitischen Muslimen, die ihn ernst nehmen und die dich aufgrund seiner Kritik umbringen würden. So ist das. Das heißt, in meinem Land, wenn du das praktizieren würdest, gäbe es keine Strafe. Guck dir das bitte an. Das ist der höchste Führer der Islamischen Republik Iran gewesen. Er ist jetzt verstorben. Sein Nachfolger ist sein Schüler Ali Khamenei. Ja, beide haben den Wahnsinn in ihren Schriften. Kehre um von deinem Weg. Kehre um, komm zum wahren Vorbild. Jesus Christus, der dich liebt und dir niemals sowas beibringen würde. Hätte Jesus nur einmal ein Kind angefasst, ich hätte dieses ganze Buch in die Mülltonne geschmissen, Mann. Wie könnt ihr das akzeptieren? Wie könnt ihr das akzeptieren? Da hört ihr sein Schnarchen. Der arme Hund, der ist schon müde geworden von dem ganzen Wahnsinn. Der kann das auch nicht hören. Armin, lies was für die Aleviten, Armin, die wollen auch was hören. Was soll ich denn für die lesen? Die haben gar keine richtigen eigenen Quellen. Die sind irgendwie so eine
Abspaltung des Islams, die werden von keiner Sekte des Islams akzeptiert als Muslime. Ich glaube, vielleicht von Schiiten, aber Sunniten auf keinen Fall. Sunniten akzeptieren sie niemals als Muslime. Schaut euch mal bitte an, was Ibn Taymiyyah sagt über Aleviten. Ibn Taymiyyah. Wir gehen auf Wikipedia. Ibn Taymiyyah. Was sagt er denn zu Aleviten? Lehre. Hier, guck mal, ich lese das mal vor. Warte. Hör auf damit. Hör auf wie so ein Motor zu. wer sind denn die Gegner von Ibn Taymiyyah? Sufis und Heiligenverehrung. Er verwarf die Gräber und Heiligenverehrung der Sufis, islamische Mystiker, also so diese Leute, die sich im Kreis rumdrehen, diese komischen, die sich Muslime nennen, okay, Muslime, das ist ja Wahnsinn. Sowie die übermäßige Verehrung des Propheten, da allein Gott anbetungswürdig sei. Ihre Lehre von der Einheit des Seins, Wahdat al-Wujud, lehnt er ab, da sie die Gültigkeit der Scharia in Frage stelle. Das ist der Scheich zum Beispiel, also tausende, Millionen von Salafis folgen Ibn Taymiyyah. Das ist der Scheichul Islam, der Scheich des Islams. Der Scheich aller Scheichs sozusagen. Er gab oft Gegendarstellungen und Widerlegungen und von Aussagen des Ibn Arabi wieder. Die Anrufung von Heiligen als Mittlergestalten zwischen Gott und den Menschen lehnte er scharf ab, da es dem Prinzip der absoluten Einzigartigkeit und Erhabenheit Gottes, Tauhid, Monotheismus, zuwiderlaufe und ein nicht auf Gott, sondern auf Menschen gerichteter Kult sei. Ehrbezeugungen in Form von Schmuck an Heiligengräbern und volkstümlichen Praktiken wie das Schreiben von Wunschzetteln und ihr Anhängen an Bäumen galten für ihn als Unglaube und Heidentum, Kufr. Was ist mit Christen und Juden? Er war strikt gegen die Aufnahme von Elementen aus anderen Religionen, speziell dem Christentum. In seinem Werk Kitab Iqtida al-Sira al-Mustaqim schrieb er, dass zu Beginn des Islam ein Punkt erreicht gewesen sei, eine perfekte Unähnlichkeit der Muslime mit den Nichtmuslimen. Unter anderem deswegen wandte er sich gegen die Feier des Maulid an-Nabi und den Bau von Moscheen rund um die Gräber von Sufi-Heiligen. Weitere Aussagen diesbezüglich aus Kitab Iqtida. Viele von ihnen, den Muslimen, wissen nicht einmal, dass ihre eingeführten Praktiken einen christlichen Ursprung haben. Was sagt er zu den Schiiten? Seine Ablehnung gegenüber der Schia begründete er ebenfalls mit der übermäßigen Heiligenverehrung, speziell der Ahlul Bayt. Des Weiteren warf er ihnen vor, ihren Imamen die Attribute der Unfehlbarkeit zuzuschreiben. Daher hielt er die schiitische Lehre der 14 Unfehlbaren für falsch. In seinem mehrbändigen Werk Minhaj as-Sunna an-Nabawiyya fi Naqd Kalam as-Siya wa al-Qadariyya, Methode der prophetischen Sunna bei der Widerlegung der Shia und Qadariyya, widerspricht er den Lehren der 12 schiitischen Gelehrten al-Alama al-Hili, der Öl-Jaitu, den Herrscher des mit den Mamluken rivalisierenden
Ilshaniden Reiches zur Schia bekehrt hatte. Jetzt pass mal auf, was er zu Aleviten sagt. Ibn Taymiyyah betrachtete die Aleviten im syrischen Küstengebirge als abtrünnige Murtad, die gemäß islamischen Rechtes mit der Nackentherapie belegt werden müssen. Siehst du? Der Leute, diese ganzen Salafis, jetzt wisst ihr auch, warum die Aleviten die Salafis unglaublich hassen. So wie Pierre Vogel und so. Es gibt ja viele Kurden, die würden am liebsten Pierre Vogel in Stücke zerreißen. Weil der Scheich von Pierre Vogel sagt, dass man Aleviten Nackentherapie verpassen sollte. Siehst du? So ist das. Der Scheich von Abul Bara, deswegen hassen die Kurden Abul Bara, Pierre Vogel und. Ja, und alle Muslime, die hier Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah folgen. Ja. Tariq, guck mal in den Spiegel und sag das nochmal bitte. Tariq. Haben wir mit den Aussagen erreichst du die Aleviten nicht, weil die sich nicht auf Hadith und so weiter beziehen. Das ging mir auch nicht darum, Senai. Ich wollte dir nur erklären, dass die Sunniten, die Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah folgen, die Aleviten nicht als Muslime akzeptieren. Sie werden ihnen Nackentherapie verpassen, weil sie sie als Abtrünnige bezeichnen. Das meinte ich damit. Ja. Die Aleviten, die sowieso niemandem etwas tun, also die auch ganz friedlich leben. Sie leben einfach ihr Leben und haben mit dem Glauben eigentlich nichts richtig was zu tun. Sie haben ihr eigenes Konzept der Gottesverehrung oder was. Forza Inter, wie oft willst du das noch schreiben? Das Kreuz wird brechen, das Kreuz wird brechen, das Kreuz wird brechen. Was ist das? Jesus wird euch bekämpfen am Tage, was? Jesus wird euch bekämpfen am jüngsten Tag und wird euch sagen, Islam ist die Wahrheit. Ja, natürlich, klar. Natürlich. Das ist klar, also Jesus Christus kommt wieder, um Schweine zu töten und Kreuze zu zerbrechen, natürlich. Er hat nichts Besseres zu tun, ist klar. Und dann wird er auch den Muslimen sagen, oh, ihr habt die schönste Religion der Welt, mit eurer Mutter, Mutter-Ehe praktizieren, mit Al-Misyar, Nikah Al-Misyar, also super gemacht, tolle Religion. Ich bin gekommen, um eure Religion zu bestätigen. Sag mal, habt ihr noch ein Gehirn da oben? Bist du friedlich mit mir? Bin Alawi, natürlich. Wir haben doch gar kein Problem mit Alawi. Wir haben gar kein Problem mit Menschen. Hier geht es ja um Aufklärungsarbeit. Ich bin ja nicht hier, um mit euch einen physischen Kampf zu machen. Nein, hier geht es um geistliche Duelle. Hier geht es ein bisschen um sein Gehirn anzustrengen und nicht um seine Power zu messen. Junge, alles okay bei dir? Aber sowas von. Du macht aber. Was? Du macht aber. Ich bin kein Machthaber. Du Machthaber. Musa Mehdi, nein, du bist nur Muslim gewesen. Es gibt keine anderen außer dich. Du bist der einzige Muslim hier auf der Welt. Es gibt keine Ex-Muslime. Es gibt auch niemanden. Du Hudbewiz. Schöne Kette, danke. Haben wir die 500.000 erreicht, Leute? Ich kann das gar nicht sehen. Wieso sehe ich denn auf einmal nicht mehr, wie viele Likes da sind? Was machst du da, du Motor? Richtige Motorsäge. Ja, ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr den Herrn Jesus Christus kennenlernt, ihn annimmt und eure Seelen in Sicherheit bringt. Guck mal, mir hören gerade 522 Leute zu, außerhalb hören auch nochmal sehr viele Leute zu. Und ich bitte euch wenigstens, euch einmal damit auseinanderzusetzen. Ne? Ex-Muslim kann nicht mal Tashahud. At-Tahiyyatu, At-Tahibatu, As-Salawatu, As-Zakiyatu lillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ne? Du kleiner Lümmel. Falsch, natürlich, klar. Nur ihr könnt das. Nur ihr könnt das, ihr kleinen Lümmel. Meinst du, ich lasse mich von euch vorführen? Ja?
Wir kennen alle das Video. Ja, du kennst natürlich Videos, wie du Allahs Schienbein fährst. Das kennst du natürlich. Yachmar, kannst du in den Spiegel gucken und das nochmal sagen. Hast du gesehen, wie ich dich vorgeführt habe? Und jetzt gehst du auf die Stummschaltbank. Jetzt kannst du deinen Propheten ansprechen. Assalamu alaikum. Ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wundervoll machst du das, in deinem Gebet zu einem Toten zu sprechen. Absolut geisteskranke. Viel Spaß bei Allahs Schienbeine. Allahs Schienbein wird am jüngsten Tag brechen, ganz genau. Jesus Christus wird sein Schienbein zertrümmern. Allah geht Kickboxen. Heftig. Ja, ich wünsche mir von Herzen echt, Leute, ihr müsst umkehren. Ihr müsst eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ey. Eure Seelen hängen davon ab. Ich habe meine getroffen für Jesus Christus und ich bin glücklich und habe alles herausgefunden über den Islam. Islam ist die allerletzte Lüge. Die allerletzte Lüge. Guck mal, was Mohammed behauptet. Guck mal hier. Leute, zieht euch das mal bitte rein. Zieht euch das bitte rein. Wenn das ein Prophet ist, dann fress ich einen Besen. Sure 86, Vers 6 bis 7. Er wurde erschaffen aus einem sich ergießenden Wasser, das aus dem Rückgrat und den Rippen entspringt. Für eine Antwort auf die Frage der Schöpfung müssen wir hier im Tafsir von Al-Qurtubi, Band 20, und ist zu 100%ig authentisch. Für eine Antwort auf die Frage der Schöpfung müssen wir wissen, wo das Wasser mit dem Sperma gemeint ist, herkommt. Und es werden zwei Wasser gemeint, das Wasser des Mannes und das Wasser der Frau. Denn der Mensch wird aus diesen beiden erschaffen. Das Wasser des Mannes kommt aus dem Bereich zwischen Rückgrat und den Rippen und das Wasser... Und das Wasser der Frau und was das Wasser der Frau anbelangt, sagt Ibn Abbas al-Tara'ib, ist die Stelle, wo die Halskette getragen wird. Dort kommt das Sperma der Frau her, also zwischen ihren Brüsten. Und es ist überliefert, dass Ikrama sprach, mit al-Tara'ib sind Hände und Beine gemeint. Ihr werdet in den ewigen Höllenfeuer kommen. In den ewigen Feuersee. Nur das wartet auf euch. Pass mal auf. Guckt ihr das an. Der weltberühmte muslimische Wissenschaftler Abu Bakr al-Razi, Autor von Tafsir al-Kabir, versuchte sein Bestes, um den Koran auf Seite 118 seines Buches zu verteidigen. So behauptete er, dass das Rückgrat des Mannes zugleich sein Gehirn sei. Darum würde ein neugeborenes Baby, so sagt er, auch den Gehirnzellen seines Vaters ähneln. Was für ein Quatsch! Es dauerte hiernach nicht lang, bis Abu Bakr al-Razi durch den Koran zum Atheisten wurde. Das war's. Ihr werdet auch in den ewigen Feuersee kommen, das garantiere ich euch. Ami, du machst dich lächerlich über andere Religionen. Ja, was hältst du denn von Allah, wenn er andere Religion beleidigt? Sagst du das auch zu Allah?
guck mal, der Nächste, der so rumheuchelt. Das ist Tafsir, kein Koran. Das ist Sure 86, Vers 6 bis 7. Und dazu den Tafsir. Ach du Heilige. Ihr seid so fertig, ihr Lieben. Ja, du bist krank, der so an sowas glaubt, nicht ich. Ich benutze mein Gehirn. Ihr habt euer Gehirn in Allahs Bein reingepackt. Würdest du auch den Koran verbrennen? Nein, ich sage immer, Leute, hört auf, den Koran irgendwie kaputt zu machen oder zu verbrennen. Ihr sollt ihn lesen, um euch Wissen anzueignen, um die Muslime da aufzuklären und sie rauszuholen aus dem Islam. Ex-Arsch? Also Muslim ist dann in dem Fall Arsch? Ex-Arsch. Die beleidigen ihren eigenen Islam. Ey, das ist kaputt, da geht's nicht mehr. Ex-Arsch. Ich nenne mich Ex-Muslim und der sagt Ex-Arsch. Also ist Arsch steht dann für Muslim, oder was? Stimmt. Ich bin ein Ex-Arsch. Ja, hast du schon recht. Die sind sich gar nicht mehr bewusst, was sie da sagen. Die sind so kaputt, ey. Ja, der arme Albaner, der zum Islam gezwungen wurde, seine Verwandten gekillt und er heute Muslim ist. Und der dann mich anmacht und sagt, Armin hat keine Ahnung. Schaut euch an den Zustand. Albanien, Andi, danke. Doppelte Eigentor, genau. Ja genau, richtige Albaner sind Christen, so sieht's aus. Mein Sheep Doran. Bester Mann. Der Jesus Christus, alle Ehre ihm. Da wirst du blass, wenn ich das schreibe. Nein. Ich lache nur darüber. Über deine eigene. Ja. Du tust mir leid. Nein, du tust mir leid. Du glaubst an ein Himmelreich, in dem Gott dir verspricht, deinen Penis so dick und so lang zu machen wie eine Palme. Du tust wirklich ein Leid. Amir, führe Debatten mit Leuten, die Wissen haben. Wie viele Debatten soll ich denn noch führen hier auf TikTok? Ich habe ganz TikTok auseinandergenommen. Mit wem habe ich nicht diskutiert? Ich habe mit halbem TikTok hier diskutiert. Mit wem hat denn Pierre Vogel zum Beispiel diskutiert? Mit Zeugen Jehovas? Mit über 80-jährigen alten Opas? Ich hole wenigstens jeden hier rein. Jeder kann bei mir hier reinkommen und mit mir reden. Macht der Pierre Vogel das genauso? Der hat Angst, dass die Leute dem auf einmal voll die heftigen Fragen stellen, wo der keine Antworten hat. Nee, der möchte nicht mit mir debattieren, der Pierre Vogel. Der will nur mit mir einen Kampf haben. Der will mit mir MMA-Kampf haben. Der Pierre Vogel, MMA. Heftig, ja. Ja, das ist heftig, dass der Arafat den auch noch gepusht hat, ne? Der kommt dann einmal hier rein, dann wird er direkt von den Leuten gepusht, ne? Das ist heftig. Aber ist kein Problem. Dr. Sheikh Abu Amir und seine Leute sind auch hier präsent auf TikTok. Wir haben sehr viele Leute erreicht. Uff, Amir, bei dir habe ich immer zu viel zu tun. Ja, Tissi, jetzt sind wir wieder bei 600, 700 Leuten. Na, guck dir das an. Der kleinste Account mit den größten Aufrufzahlen, das ist geisteskrank. Machtkampf wird interessant. Dank dir, Amir, alle bekehrt, Amen. Ich glaube, wir beenden das Ganze jetzt, ihr Lieben. Ich gehe jetzt, glaube ich, auch langsam mal in Richtung Lala Land, oder? Machen wir das so?
Ich bin dankbar, dass du vielen die Augen öffnest. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich öffne niemanden die Augen. Der Herr Jesus Christus, der durch uns alle spricht, ne? Der Geist Gottes, den ihr auch empfangen habt. Netflix ist Vergangenheit, Army ist Gegenwart. Netflix. Ja, soll ich noch bleiben? Okay. Ja, ich würde am liebsten Leute hier reinholen, aber das System lässt das ja nicht zu. Was läuft, Bruder? Nicht viel. Ein bisschen Aufklärung betreiben. Ja, für diejenigen, die sich wundern, warum Muslime immer diese Fäkalsprache sagen, ihr eigenes Vorbild hat das selber gesagt, pass mal auf. Ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung, so beleidige ihn und sage ihm, er soll in den Penis seines Vaters beißen. Das ist so krass, geh und beiß in den Penis deines Vaters. Das befindet sich in Al-Jamia Sarir, Band 1, Seite 47. Weiter heißt es, der Prophet sprach, sollte sich jemand zu seiner vorislamischen Abstammung hingezogen fühlen, dann soll er seines Vaters Penis beißen und von euch keinen Respekt erfahren. Toller Mensch war das. Al-Adab al-Mufrad von Al-Bukhari, Hadith 963. Wundervoll, wundervoll, das ist sehr, sehr schön. Hier, guck mal. Guck mal, was Abu Bakr sagt. Dieses Zitat entnehmen wir einer Geschichte, die ein Streitgespräch zwischen den Muslimen und dem restlichen Volk von Mekka dokumentiert. Mohammeds Gefährte Abu Bakr, der Vater Aisha, sprach, dann leckt doch die von Allah. Sahih al-Bukhari 2731, Sahih al-Bukhari 2732. Wundervoll. Jetzt wisst ihr auch, warum Muslime so reden, wie sie reden. Forza Kurdistan. Amir, du bist ehrlich, ein Jahl, sowas habe ich noch nie gesehen. Du weißt nicht mal, worum es da geht dabei. Ach so. Also man sagt dann zu anderen im Streitgespräch, geh und beiß in die Klit von deiner Mutter, oder was? Geh und beiß in den Penis deines Vaters. Zu welcher Zeit ist denn sowas angebracht? Also wenn ich keine Ahnung habe, dann klär du mich auf. Zu welcher Zeit ist das denn angebracht, dass man sowas zu jemandem sagt? Ist das okay, wenn ich sage, geh und beiß in den Penis von deinem Vater? Sag mal, tickt ihr noch richtig oder was? Was ist denn los mit euch? Warum verteidigt ihr sowas? Junge, rede nicht über die Religion. Jetzt rede ich erst recht noch weiter. Weil du das gesagt hast, bleibe ich jetzt hier bis morgens früh. Wo steht das? Das steht in Sahih al-Bukhari 2731 und Sahih al-Bukhari 2732. An alle türkischen Moslems, genau. Guck mal, was der Mohammed gesagt hat. Bekämpft die Türken. Das müsst ihr euch mal geben. Die Türken sagen, Alhamdulillah, ich bin Moslem und Mohammed hat die gehasst. Aber warum bist du von Satan besessen? Ne. Der Jesus Christus hat mich geheilt von allem Bösen. Gott sei Dank bin ich weg vom Islam und habe die Entscheidung für den Herrn getroffen. Amir, bist du Kurde? Nein, ich bin Iraner. Ja, meine ganzen Leute, ihr seht das mit euren eigenen Augen. Also die Muslime sind unfähig gemacht worden, etwas zu erkennen. Das ist unglaublich. Ja.
Guck mal, was Mohammed den Muslimen rät. Er rät ihnen nicht, erwachsene Frauen zu heiraten, sondern kleine Kinder. Guck mal hier, dass sie mit ihm spielen und ihr mit ihr. Guck mal hier. Pass mal auf. Guck mal, was, wie bösartig. Sahih al-Bukhari 4052, schreibt euch das auf. Sahih al-Bukhari 4052, ich zitiere. Wenn ich rede, rede ich mit Beweisen. Wenn ihr redet, redet ihr einfach nur ein Blödsinnhaufen. Schreibt euch das auf. Sahih al-Bukhari 4052. Allahs Gesandter sagte zu mir, hast du geheiratet, O Jabir? Ich antwortete, ja. Er fragte, was, eine Jungfrau oder eine Matrone? Ich antwortete, keine Jungfrau, sondern eine Matrone. Er sagte, warum hast du nicht ein junges Mädchen geheiratet, das dich gerne gestreichelt hätte? Und ich antwortete, O Gesandter Allahs, mein Vater erlitt am Tag von Uhud den Märtyrertod und hinterließ 9 Waisentöchter, Mein Vater erlitt am Tag von Uhud den Märtyrertod und hinterließ 9 Waisentöchter, die meine 9 Schwestern sind. Deshalb wollte ich kein anderes junges Mädchen in ihrem Alter haben. Aber ich suchte eine ältere Frau, die ihre Haare kämmen und sich um sie kümmern konnte. Der Prophet sagte, du hast das Richtige getan. Guck mal, was der Mohammed dem rät. Heftig, ne? Interessiert niemanden? Okay, dann auf Wiedersehen. Bla bla bla, tschüss, mach's gut. Interessiert niemanden? Ich denke, dass andere sich dafür interessieren. Also der Mohammed sagt nicht, das hast du gut gemacht, dass du eine erwachsene Frau geheiratet hast. Der sagt, was hast du, eine Jungfrau oder eine ältere Dame geheiratet? Ich antwortete, keine Jungfrau, sondern eine ältere Dame. Er sagte, warum hast du nicht ein junges Mädchen geheiratet, das dich gerne gestreichelt hätte? Was ist das für ein Mensch? Das ist krank. Guck mal hier. Jami At-Tirmidhi, Hadith 1100. Aufschreiben. Jami At-Tirmidhi, Hadith 1100. Jami At-Tirmidhi, Hadith 1100. Ich zitiere. Guck mal, was das für ein Mensch war, der Mohammed. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen, der einem erwachsenen Mann rät, ein Kleinkind zu heiraten, anstatt eine erwachsene Frau. Guck mal, ich heiratete eine Frau und ging zum Propheten. Er sagte, O Jabir, hast du geheiratet? Ich sagte, ja. Er sagte, eine Jungfrau oder eine Matrone? Ich sagte, eine ältere Dame. Er sagte, warum hast du nicht ein junges Mädchen geheiratet, damit du mit ihr spielen kannst und sie mit dir? Schaut euch das bitte an. Ist das zu fassen? Ja, troll hier nicht rum, Volksverhetzung. Komm bitte, Kollegium. Wir sind doch nicht hier im Kindergarten. Artikel 5 des Grundgesetzes erlaubt uns, unsere Meinung frei zu äußern. Mach dir keine Sorgen. Dr. Sheikh Abu Hamid ist da für dich. Dein Prophet sagt einfach, warum hast du eine ältere Dame geheiratet? Geh und heirate ein Kleinkind. Was stimmt mit dieser Religion nicht? Was ist los mit euch? Gleich 600.000. Ja.
Islam ist haram, ja, ja, natürlich, klar. Im Islam ist haram. Ich zeige euch mal, was im Islam erlaubt ist. Einen Moment, ich komme sofort. Ich zeige euch mal, was im Islam abgeht, damit ihr einen Schock eures Lebens bekommt. Unseren Tablet an. Jetzt fahren wir zu schwereren Geschützen auf. Das wird wieder eine gute, lehrreiche Stunde. Mit Dr. Sheikh Abu Amir. So. Wir gehen auf Folgendes. Keine Grenze für das Heiratsalter im Islam. Achtung! Quelle, schreibt euch das auf. Al-Mughni von Ibn Qudama, Band 9, Seite 159. Al-Mabsud von Imam Al-Zarqashi, Band 15, Seite 109. Auslegung zur Sure 65, Vers 4. Fatwa Nummer 146.842 und 127.100. Al-Shar al-Kabir von Ibn Qudama, Band 7, Seite 386. Es gibt keine Grenze für das Heiratsalter. Deswegen hat auch dieser eine Typ, dieser Liebe zur Magie, hat er gesagt, du kannst ein Baby im Islam heiraten. Wundervoll. Die Rechtsprechung des Korans. Der Vers sieht die Verheiratung eines kleinen Mädchens als erlaubt vor. Untermauert wird dies dadurch, dass der Prophet Aisha im Alter von 6 Jahren heiratete. Nachdem sie aber das Erwachsenenalter erreicht hatte, besaß sie nicht das Recht, die Ehe zu annullieren. Quelle: Ahkam al-Quran al-Jazaz 341. Auch Imam al-Shafi und andere Großgelehrten sind dieser Meinung. Weiter geht's. SX vor dem Erreichen des 9. Lebensjahr kann ermöglicht werden. Achtung! Dies sagen Imam Malik, Al-Shafi und Abu Hanifa und untermauern ihre Meinung mit folgendem Hadith. Aisha erzählte, meine Mutter hatte mich durch Ernährung körperlich aufbauen wollen, damit sie mich in die sexuelle Beziehung Al-Dukhla mit Allahs Gesandten einführt. Sunan Abi Dawud 3903. Sunan Abi Dawud 3903. Ist das geisteskrank? Ihr werdet an den schlimmsten Ort kommen, den ihr euch niemals vorstellen könnt. Schenkel-SEX oder zwischen den Schenkeln, Hand-SEX, beides gilt auch für Säuglinge. Quelle: Al-Khumeini in Tahrir al-Wasila, Band 2, Seite 241, Ibn al-Qayyim in Bada al-Fawaid, Band 4, Seite 906, Fatwa Nummer 78.529 und
195.133, Islamweb, Ibn Qudama in Al-Mughni, Band 10 auf der Seite 153, Imam An-Nawawi in Al-Majmu, Band 16, Seite 409, Mughni Al-Muhtaj, Fiqh Al-Shafi von Al-Sharbini Shamsuddin, Band 3, Seite 535. Versteht ihr nicht, was das ist? Der Sunniten ist kein Islam. Ich habe gerade für die Schia auch vorgelesen. Guck mal, der Hassan, der ist auch am Ende. Abartig, ne? Abartig. Abartig. Die Biografie von Muhammad auf der Seite 311. The Life of Muhammad. I recorded that the apostle saw her, Fadl. Ich nahm auf, dass der Apostel sie sah, Fadl, when she was a baby crawling before him, als sie ein Baby war, vor ihm krabbelte, und sagte, if she grows up and I am still alive, I will marry her. Und er sagte zu dem Baby, wenn du groß wirst und ich noch lebe, werde ich dich heiraten. Aber er starb, bevor sie groß wurde. Mohammed guckt Babys an und kriegt Heiratsgefühle. Das ist also der Prophet Gottes, der Babys sieht und Heiratsgefühle bekommt. Sidrat Rasul Allah. Seite 311, da könnt ihr es nachlesen. Das Leben von Mohammed auf der Seite 311. Guck mal, dann der nächste Bescheuerte hier. Und du hast sowas gefunden, hahaha, in Google. Ich sage das Leben von Mohammed auf der Seite 311, der sagt, hahaha, das ist gegoogelt. Schaut euch das an, wo wir gelandet sind. Versteht ihr jetzt, was ich meine mit Ignoranz? Die breite Masse der Muslime sind alle ignorant. Es gibt nur einige wenige Muslime, die sich damit auskennen. Die breite Masse, die hat ja gar keine Ahnung, die sind voll mit Kamelurin. Alle. Die Gehirne sind voll mit Kamelurin. Guck mal, was der sagt. Genau, wir Muslime heiraten alle Babys. Guck mal. Ja, die haben eine Blockade im Kopf, ganz genau. Das ist natürlich schwer zu ertragen. Das Gehirn versucht ja mit allen Mitteln eine Ausrede zu finden. Ach, das, was der Amir da sagt, das ist Quatsch. Das steht doch da nicht. Um Gottes Willen, unser Prophet würde doch sowas nicht machen. Sie kennen gar nicht, die wissen gar nicht, wer Mohammed war. Sie wissen gar nicht, was ihre Schriften sagen. Ja, Gott sei Dank hören mir gerade fast 700 Leute zu. Über die Hälfte ist bestimmt alles muslimisch. Ja, lass du dich einweisen, dass du so einem Menschen folgst. Nicht ich. Ich folge so einem Menschen niemals, der ein Kleinkind angefasst hat und sie mit 9 Jahren, du weißt schon. Lass du dich einweisen, dass du sowas als Vorbild nimmst. Du brauchst dringend Hilfe. Am besten viel Tabletten nehmen, damit du wegkommst von dieser Religion. Der Sunnitentum, was für das Sunnitentum, ey. Dein Imam Khomeini sagt doch, dass man Schenkelverkehr praktizieren kann. Also ich bitte dich. Und der hat Millionen von Anhängern. Wer bist du denn, dass du sagst, ja, ich folge Imam Khomeini nicht? Das ist uns egal, ob du ihm folgst oder nicht oder seine Auffassung teilst. Es gibt Millionen von Muslimen, die ihn ernst nehmen und sagen, ja, wenn das Imam Khomeini so gesagt hat, dann ist das okay so mit Schenkelverkehr mit Babys. Unglaublich. Ja genau, die haben den Koran nicht gelesen und verteidigen einfach irgendwas, wovon sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Was ist das für ein Imam? Kommt er aus Malaysia? Schaut euch den an, was der sagt. Der höchste schiitische Führer des Islamischen Republik Iran. Der kommt aus Malaysia. Jetzt wisst ihr, ihr Lieben, was ich mir hier antue mit meinen ehemaligen Glaubensgeschwistern. Versteht ihr das jetzt? Wo wir gelandet sind?
Ja, die sind natürlich verwundert, wenn ich auf einmal mit diesen ganzen Fakten sie bedränge. Die sagen, das stimmt gar nicht, das ist alles nur gelogen, das kann doch nicht wahr sein. Wie lustig, wie traurig auch zugleich, lustig und traurig, ne? Wisst ihr, was der Knaller ist? Der Mohammed selber heiratet ein 6-jähriges Kind. Pass mal auf. Aber wenn es darum geht, seine eigene Tochter, die 12 ist, zu verheiraten, gibt er nicht weg. Pass mal auf. Was ist das? 6-jährige darf er heiraten, aber 12 Jahre ist zu jung. Guck mal, was er sagt. Sunan An-Nasai, Hadith 3221. Sunan An-Nasai, Hadith 3221. Das ist geisteskrank. Und wir wissen, dass Fatima 12 Jahre alt war zu der Zeit. So sagen es die Gelehrten. Eine 12-Jährige ist zu jung, aber eine 6-Jährige ist okay. Sunan An-Nasai Hadith 3221 von Abdullah bin Buraida wurde überliefert, dass sein Vater sagte, Abu Bakr und Omar, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, machten Fatima einen Heiratsantrag. Aber der Gesandte Allah sagte, sie ist jung. Dann machte Ali einen Heiratsantrag und heiratete sie. Ist das krank? Und Fatima war 12. Muhammad heiratet Aisha mit 6, aber gibt seine eigene Tochter nicht mit 12? Ja, sag mal, was ist das denn für eine, was ist das für eine Religion, Mann? Kehrt um von dieser Religion. Verlasst diese Sekte. Verlasst diese Sekte. Verlasst diese Sekte. Kommt zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben, Jesus Christus, der euch liebt und sein Leben gegeben hat. Wie kann man Jesus Christus beiseite lassen und sowas folgen und sagen, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Wenn ihr das alles herausgefunden habt, das ist geisteskrank. Du bist in einer Sekte. Guck mal, der sagt zu ihm, ich bin in einer Sekte. Schau dir das mal an. Wenn ich sowas nicht gut finde, sagt er, ich bin in einer Sekte. Also ich muss Kinderehe, Zungen in den Kindermund und sowas, sowas soll ich gut finden. Dann bin ich ein toller Typ. Aber wenn ich zu einem wundervollen, wenn ich zum wahrhaftigen Gott gehe und zu dem wundervollsten Person, die jemals ihr Fuß auf dieser Welt gesetzt hat, zu Jesus Christus, der auch nicht eine Sünde kannte und niemand ihn eine Sünde nachweisen konnte, dann bin ich in einer Sekte. Guck dir das mal bitte an. Wie lächerlich klingt das bitte? Bist du glücklich, aber sowas von? Because I'm happy. Because I'm happy. Du bist ein Hassverbreiter. Ja, natürlich, klar. Hassverbreiter. Ich kann mir euren Unsinn hier nicht mehr geben, ehrlich. Ich hoffe, dass viele diese ganzen Beweise nehmen und das für sich nochmal begutachten. Es gibt ja viele, die vernünftig sind. Die in den Kommentarbereichen, die sind ja fernab von jeglicher Realität. Es gibt aber genügend Leute, die zuhören und sich das eventuell aufschreiben und nachprüfen. Wir stehen hinter dir. Ja, Gott segne euch. Dankeschön, dass ihr hinter mir steht. Danke, dass ihr das Ganze auch immer verbreitet. 25.800 Gesamtaufrufe. Wahnsinn. Wir haben 25.000 Menschen erreicht. 25.000 Menschen. Ist das krank. Siehst du, was für eine Detonation TikTok auslöst? Das ist das Heftige, weil diese ganzen Likes und alles, wir kommen auf jede For You-Page, das ist so heftig, ne? Kein Wunder, dass der Piervogel auf einmal auch hier hin will. Weil er gesehen hat, dass Dr. Sheikh Abu Amir hier alles zerbombt. Das ist das.
einfach Fußballstadion voll gemacht. Wir haben ein Fußballstadion voll gemacht. Ist euch das bewusst? 25.800 Leute, Leute. Es ist Wahnsinn. Mit neuem Account. Und ich habe gerade mal 5.000 Abonnenten hier drin. Was passiert, wenn ich 500.000 Abonnenten habe? Dann bin ich ja die Nummer 1 hier auf TikTok oder wie? Das ist krank. Der Herr Jesus Christus ist die Nummer 1. Wir sind immer Nummer 2. Jesus ist die Nummer 1 in unserem Leben. Der ist der König der Könige und Herr aller Herren. Aber guck mal, das muss ich dem Muslim auch noch zeigen. Sahih Bukhari 6968, pass mal auf. Guck mal, was euer Prophet euch mitgibt, was ihr machen könnt. Bukhari 6968, 6968. Ihr könnt einen Trick anwenden und dann könnt ihr Leute betrügen, indem ihr dann einfach eine Jungfrau auf der Straße schnappt, zwei falsche Zeugen nimmt, sie heiratet vor Gericht und die Ehe ist gültig. Habt ihr schon mal so eine geisteskranke Religion gesehen? Wer kann noch Muslim bleiben? Wer? Wer kann Muslim bleiben? Also du kannst dir ein Mädchen schnappen, wie Vieh, und dann suchst du zwei falsche Zeugen, ihr geht zum Gericht und die Ehe wird aufrechterhalten und diese Frau muss dann, also dieses Kind muss dann mit ihm bleiben. Ich lese euch vor. Der Kapitel dieser des Buches heißt Tricks. Kapitel Tricks in der Heirat. Tricks in der Heirat. Guck mal, was Mohammed sagt. Schaut euch das bitte an. Der Prophet sagte, eine Jungfrau sollte nicht verheiratet sein, bis sie um ihre Zustimmung gebeten wird. Und die Matrone sollte nicht verheiratet sein, bis sie gefragt wird, ob sie mit der Heirat einverstanden ist oder nicht. Es wurde gefragt, O Apostel Allah, wie wird die Jungfrau ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen? Er sagte, indem man schweigt. Einige Leute sagten, wenn eine Jungfrau nicht um ihre Zustimmung gebeten wird und sie nicht verheiratet ist, dann präsentiert ein Mann durch einen Trick zwei falsche Zeugen, dass er sie mit ihrer Zustimmung geheiratet hat und der Richter bestätigt seine Ehe als wahr und der Ehemann weiß, dass es sich bei den Zeugen um falsche Zeugen handelte. Schadet es ihm nicht, die Ehe mit ihr zu schließen und die Ehe gilt als gültig. Schaut euch diesen Müllhaufen hier an. Das ist die Religion des Teufels, eindeutig. Ihr wendet einen Trick an, indem ihr eine Jungfrau betrügt, sie durch zwei falsche Zeugen zum Richter bringt, sie verheiratet und die Ehe ist gültig. Ihr habt den Knall nicht gehört, Mann. Komm, wir lachen alle nur noch darüber, du warst nie Moslem. Wir lachen über euch, du warst nie Moslem. Ganz TikTok und Deutschland und Österreich und Schweiz lacht über den Islam. Alles ist rausgekommen, alles kommt raus durchs Internet. So ist das, alles kommt ans Tageslicht. Was? Du liest irgendetwas von Bukhari, der war ein Jude. Bukhari war ein Jude, natürlich, klar, Juden müssen wieder alles schuld sein. Entschuldigung, also natürlich, klar, Juden, also Entschuldigung, dass ich das nicht erwähnt habe. Es tut mir leid, also vollkommen recht. Bukhari war ja ein Jude, ja, klar. Es tut mir leid, dass ich überhaupt für dich was vorgelesen habe. Ich kann nicht mehr, bitte, Leute. Oh, Herr Jesus Christus, was ist denn bloß los mit diesen Leuten? Herr, bitte. Oh, bitte, Herr, erbarme dich ihrer. Wer kann so eine Religion akzeptieren, Mann? 600.000 vollgemacht. Nana, worauf ich hinaus will,
ist, dass ich dir zeige, dass diese Religion absolut verachtenswert ist und nicht von Gott kommt. Mohammed war niemals ein Prophet, der Islam ist nicht von Gott und Allah ist ein Götze aus Saudi-Arabien. Raffst du das nicht? Verstehst du nicht, dass deine Seele in Gefahr schwebt, in allergrößter Gefahr, wenn du mit jemand anderes als Jesus Christus in den Tod gehst, geschweige denn mit so einer Religion? Wieso greifst du den Islam an? Das ist unglaublich. Wieso greift denn der Islam die Bibel an? Kannst du mir das erklären? Lügner, guck mal. Schaut euch nur die Kommentare an, was sie da schreiben. Wirst du dafür finanziert, um Gottes Willen? Das ist so krass. Was? Ich bin Christ, aber würde niemals andere Religionen respektlos behandeln? Ach so. Wenn Jesus Christus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, gibt es um den Herrn Jesus Christus noch einen anderen Weg? Somit machst du jeden Muslim ja dann zu einem Ungläubigen und beleidigst ihn. Oder? Toller Christ bist du wirklich. Toller Christ. Ja, das ist auch der Zustand bei uns. Ne? Da gibt es dann auf einmal, kommt dann zwischendurch solche Christen, sagen dann, ich bin auch Christ und ich würde niemals Religion beleidigen. Also wenn ich das Kind beim Namen nenne und sage, was ist das für ein Müll, dann bin ich respektlos. Ist das normal oder was? Man kann unter zwei falschen Zeugen ein Mädchen nehmen und sie zum Richter bringen und diese Ehe ist gültig? Sowas soll ich respektieren? Sag mal, hast du überhaupt noch ein Gehirn oder was? Abu Batman, nein, du bist nur der einzige Muslim. Du bist hundertprozentig Jesid. Unglaublich. Leute, ich hätte doch kein Problem zu sagen, dass ich Jeside wäre. Ihr seid doch krank, seid ihr doch. Ja, Abu Batman, wir haben es verstanden. Hast du zu viel Kamelurin getrunken oder was ist los mit dir? Ist ja selbst mein Hund hat die Schnauze voll von euch. mein Kelp hat die Schnauze voll von euch und euren Kommentaren. Allahs Lowkick wird kommen. 750 Zuschauer, ja. Wie viele haben wir jetzt erreicht? 27.100 Gesamtaufrufe. Wahnsinn. Danke, Ara. 623.000. Alexa, ihr seid noch wach? Was macht mein Bruder? Abo-Hetzerei. Zieht er sich das auch rein? Der Abo-Hetz-Man. Ich kann niemanden hochnehmen zum 8.000.000. Mal. Das ist ein neuer Account. Ich muss mindestens 3 Tage am Stück live gehen, damit einige Sachen hier freigeschaltet werden. Ich hätte doch schon längst jemanden reingeholt. Ich hätte halb TikTok hier schon reingeholt. Wir hätten so viel Spaß gehabt miteinander. Aber so muss ich dann halt alleine für mich hier reden. Ist manchmal ein bisschen doof, aber es geht nicht anders. Wieso steinigen Affen sich bei Ehebruch? Ja, das musst du die Muslime fragen. Sie glauben ja daran, dass die Affen Scharia praktiziert haben. Die haben ein Affenweibchen gesehen, wie es Ehebruch begangen hat. Und dann haben sie das Affenmädchen gesteinigt. Ja, tolle Religion. Affen steinigen unter der Scharia andere Affen.
Weil sie natürlich Bewusstsein haben. Sie wussten ja, dass sie miteinander verheiratet waren und Ehebruch begangen haben. Das ist ja klar. Affen wissen ja, mit wem sie heiraten. Affen machen Scharia. Affen sind in der Scharia sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Schaust du UFC? Nein, schau mir nur ein paar Highlights an, wenn überhaupt. Du bist kein Christ, hör auf, über Jesus zu reden. Hör du doch auf, über Mohammed zu reden. Ich rede über, was ich möchte. Sehr respektlos, dein Verhalten. Ja, vielleicht ist dein Verhalten respektlos. Mein Verhalten ist aufklärend. Scharfsinnig. Gehirn einschaltend. Gehirn anmachen. Aufklären, Gehirn anmachen und los geht's. Mit vollem Herz dabei sein. Ja. Geh mal mit einem Imam live. Ja, gerne. Bitte, wo steht das mit den Affen? Hier. Ich zeige dir. Sahih al-Bukhari 3849. Sahih al-Bukhari 3849. Ich zitiere: Während der vorislamischen Zeit der Unwissenheit sah ich eine Affenfrau, die von mehreren Affen umgeben war. Sie alle steinigten ihn, weil er illegalen Geschlechtsverkehr begangen hatte. Auch ich habe mit gesteinigt. Affen steinigen Affen, das ist so krank, ey. Affen steinigen Affen? Ihr habt den Knall nicht gehört. Ihr habt so den Knall nicht gehört. Ein Affenweibchen hat Ehebruch begangen. Affen heiraten untereinander. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Aber natürlich, ja, in der Religion des Islams ist es natürlich möglich, dass Affen miteinander heiraten. Das ist ja klar. Also, wer was anderes behauptet, ist ein Käfer. Ja, natürlich. Affen heiraten miteinander, klar. Sie haben Zeremonie abgehalten, es kam ein Priester, der hat sie verheiratet. Ne? Sie hatte auch ein schönes Kleidchen an, der hatte so einen schönen Krawatte mit Anzug, der sah aus wie James Bond mit vielen Haaren. Ne? Ihr wart sehr neidisch, weil er so einen dicken Bart hatte, der Affe. Natürlich, klar. Unglaublich. Ich bin langsam fix und fertig hier, ehrlich. Das macht mich alles wahnsinnig. Stellt euch das mal bildlich vor. Ja, das ist ja das Krasse. Genau das mache ich ja. Ich stelle mir das ja bildlich vor. Das ist ja das Heftige. Ich stelle mir das ja wirklich bildlich vor. Du bist einfach traurig. Also. Ja, dass ich kein Affenweibchen habe. Deswegen bin ich traurig, weil ich kein Affenweibchen habe, die mit Vollverschleierung mit mir heiraten wird. Ja, genau, das ist meine Trauer. Was hast du? Ja, ich bin müde, Mann, langsam. Diese Kommentare machen mich müde. Dieser Wahnsinn hier auf TikTok macht mich müde. Nimm den Islam an und rette deine Seele. Guck mal, der Nächste kommt. Abu Majin Vegeta, der Widersacher von Son Goku. Wie oft der den Islam ruiniert hat, das wollt ihr gar nicht wissen, ehrlich. Der hat einfach in fast jeden Stream, wenn der reinkommt, hat er den Islam so demoliert, dass selbst der Hansi ihn anschreien musste. Verpiss dich raus hier, wenn du keine Ahnung hast, du Idiot. Wie der Hansi auf den ausgerastet ist. Werde ich nie vergessen. Verpiss dich raus hier. Allah wird dich noch bestrafen. Nein, ein fliegendes Schienbein kann niemanden bestrafen. Mach dir keine Sorgen. Ein Gott, der sagt, dass Frauen Spermien haben, das in ihren Rippen sitzt, der kann nicht bestrafen. Glaub mir. Ein Gott, der nicht weiß, was die Zukunft ist, der brauchst du gar nicht ernst zu nehmen.
ein Gott, der 124.000 Mal denselben Fehler macht, den brauchst du gar nicht ernst zu nehmen. Glaub es mir. Du brauchst keine Angst vor Allah zu haben. Allah ist einfach nur ein Götze aus Saudi-Arabien. Mohammed hat den Islam genutzt, um an Frauen ranzukommen. Das beweise ich dir. Pass auf. Hier. Die 20 Sonderprivilegien von Mohammed, Tafsir al-Qurtubi, auf der Seite 423. Wir lesen: Erstens, ihm wird die beste Beute zuteil. Zweitens, Sonderregelung, ein ganzes Fünftel der gesamten Kriegsbeute geht an ihn alleine. Drittens, ihm ist es erlaubt, mehr zu fasten. Viertens, er hat die Erlaubnis von Allah, mehr als 4 Ehefrauen gleichzeitig zu haben. Fünftens, er darf jede Frau punkten, die ihm als Geschenk dargebracht wird. Sechstens, er darf jede Frau punkten ohne die Einwilligung eines männlichen Mitglieds ihrer Familie. Siebtens, er darf Frauen punkten und muss dafür kein Geld zahlen. Achtens, er darf SEX während der Hadsch-Pilgerfahrt haben, obwohl sowohl mit seinen Ehefrauen als auch mit jeder anderen Frau. Neuntens, ihm ist es erlaubt, jeden Eid zu brechen, den er seinen Ehefrauen gegenüber ablegte. Zehntens, sollten die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit der Prophet sie ungestückt punkten kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Falle Zainabs. Zainab war Mohammeds Schwiegertochter, er begehrte sie und nahm sie zu seiner Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Mit anderen Worten, Mohammed würde all eure Frauen, die ihr mir gerade zuguckt, ihr Muslime, ihr müsstet euch auf der Stelle scheiden lassen, damit Mohammed mit euren Frauen verkehrt. Welcher Muslim kann es übers Herz bringen, seine geliebte Frau, mit denen er Kinder hat, die er über alles liebt, Mohammed zu geben, damit er sie punktet? Versteht ihr jetzt, warum Mohammed den Islam gegründet hat? Eindeutig lesen wir das raus. Ihm ging es nur um Frauenmacht und Geld. Frauenmacht und Geld. Eindeutig. Pass mal auf, ich lese weiter. Elftens. Er schenkte Safir die Freiheit. Mohammed machte Nackentherapie ihrer Angehörigen und brutal, anstatt sie dafür zu bezahlen zu lassen. Ihm ist es erlaubt, Mekka zu betreten, ohne die Rituale zu praktizieren, die dort für einen Muslim Pflicht sind. 13. Ihm ist es erlaubt, in Mekka zu Nackentherapie zu verpassen. 14. Niemand ist es erlaubt, etwas von ihm zu erben. 15. Seine Ehefrauen bleiben mit ihm verheiratet, selbst nach seinem Tod. Das heißt, dass sie als Witwen keinen neuen Mann heiraten dürfen. 16. Wenn er sich von einer seiner Ehefrauen scheiden lässt, so darf sie bis zum Tag ihres Todes keinen anderen Mann heiraten, da sie offiziell immer noch als eine Ehefrau Mohammeds gilt. 17. Dem Propheten ist es erlaubt, dem Hungernden sein Essen und dem Durstigen sein Trinken zu entreißen und es für sich zu beanspruchen. Mohammed sieht sogar so Bettler auf der Straße, die gerade am Essen sind, der kann ihr Essen wegnehmen und ihr Trinken wegnehmen. guck mal, was für eine Lüge. Seht ihr? Die können es nicht akzeptieren. Die denken, ich erzähle einen Quatsch hier. Neunzehntens, Allah erlaubte ihm sämtliche Kriegsbeute, darunter Frauen und Kindersklaven. 20. Durch Terror war er siegreich und seine Feinde fürchteten ihn, selbst wenn er eine ganze Monatsreise von ihnen entfernt war. Ist das krass? Keiner kann mir beweisen, dass Islam falsch ist. Guck mal, der nächste Atomwissenschaftler. Schaut euch das an. Es ist Wahnsinn. Gott sei Dank sind aber noch unter diesen 600 Leuten Menschen, die Gehirn haben von den Muslimen und die das niemals akzeptieren und sagen, das ist kein Prophet, das ist ein Hochstapler gewesen. Tafsir al-Qurtubi auf der Seite 423. Li'ahkam al-Quran, Seite 423. Zur Sure 33, Vers 50. Nicht bekloppt sein, sondern Gehirn einschalten und auf die Suche gehen.
Keiner kann mir beweisen, dass der Islam falsch ist. Ich kann dir sofort beweisen, dass der Islam falsch ist. Pass auf. Schreibt euch das bitte auf. Sahih al-Bukhari 1039. Sahih al-Bukhari 1039. Sahih al-Bukhari 1039. Ich zitiere. Allahs Gesandter, Friede sei mit ihm, sagte, die fünf Schlüssel des unsichtbaren Wissens sind fünf, die niemand außer Allah kennt. Niemand weiß, was morgen passieren wird. Niemand weiß, was im Mutterleib ist. Oh, Muhammad, wusstest du nicht, dass es Ultraschall gibt und man herausfinden kann, ob es ein Männchen oder Weibchen ist? Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Oh, ach, ich habe vergessen, du warst ja nie ein Prophet. Entschuldigung, ja stimmt, deswegen hast du auch solche Aussagen getroffen. Niemand weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen gewinnen wird. Niemand weiß, an welchem Ort er sterben wird. Und niemand weiß, wann es regnen wird. Oh, wusste Mohammed etwa nicht, dass es Meteorologen gibt, die per Satelliten genau uns sagen, wann es regnen wird? Oh, Islam ist die Wahrheit, ja. Seht ihr? Sie sind verzweifelt, die Muslime, sehr verzweifelt, weil sie wissen, dass der Islam eine Lüge, ein Schwindel ist, dass Mohammed kein Prophet war und er von allen Seiten, von allen Leuten entlarvt wurde als falscher Prophet. Guck mal hier, selbst ein Sahabi von ihm, dieser Ibn Abisar, hat es geschafft, in den Koran Verse reinzupacken. Schaut euch das bitte an. Wir gehen auf altafsir.com, die offizielle jordanische Seite. Wir gehen zu den Tafsirs, das könnt ihr alles mit mir machen. Sure 6, Al-An'am, Aya 93. Und dann gehen wir hier auf Asbab al-Nuzul, Al-Wahidi. Warum wurde der Vers herabgesandt? Sure 6, Vers 93, Asbab al-Nuzul von Al-Wahidi. Wir gehen auf Display und schauen mal, was Al-Wahidi sagt. Wer ist schuldiger als derjenige, der eine Lüge gegen Allah vergisst oder sagt, ich bin inspiriert, Sure 6, Vers 93, dies wurde über den Lügner Musaylima al-Hanafi enthüllt. Dieser Mann war ein Wahrsager, der gereimte Reden verfasste und behauptete, Prophet zu sein. Er behauptete, er sei von Allah inspiriert worden. Und wer sagt, ich werde etwas offenbaren, was Allah offenbart hat, Sure 6, Vers 93, dieser Vers wurde über Abdullah Ibn Abisar offenbart. Dieser Mann hatte seinen Glauben an den Islam erklärt und so rief ihn der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, eines Tages, um etwas für ihn zu schreiben. Das war also der Schreiber von Mohammed. Als er diese göttlichen Inspirationen bekam, war dieser Ibn Abisar da, der war ein sehr, sehr begabter Schreiber und hat immer alles aufgeschrieben, was Mohammed ihm diktiert hat. Um etwas für ihn zu schreiben. Als die Verse über die Gläubigen offenbart wurde, wahrlich, wir haben den Menschen aus einem Produkt nasser Erde erschaffen. Sure 23, Vers 12 bis 14. Diktierte ihm der Prophet sie, als er nach ihm griff und es dann als eine weitere Schöpfung hervorbrachte, drückte Abdullah sein Erstaunen über die Präzision der menschlichen Schöpfung aus, indem er sagte, gesegnet sei Allah, der beste Schöpfer. Das sind die Worte von Ibn Abisar. Pass mal jetzt auf. Schöpfung aus. Indem er sagte, gesegnet sei Allah, der beste Schöpfer. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, sagte, dies, Abdullahs letzte Äußerung, ist, wie es mir offenbart wurde. Also Abdullah ibn Abisar äußert etwas und dann sagt er, ja, das wurde mir genauso offenbart. Guck mal jetzt, an wie es mir offenbart wurde. An diesem Punkt schlichen sich bei Abdullah Zweifel ein. Er sagte, wenn Mohammed wahrhaftig ist, dann wurde ich genauso inspiriert wie er. Und wenn er lügt, habe ich genauso das gesagt, was er gesagt hat. Daher Allahs Worte und wer sagt, ich werde etwas offenbaren, was Allah offenbart hat. Der Mann verzichtete auf den Islam. Also der hat den Islam verlassen und hat gemerkt, das ist ein Schwindel. Dies ist laut dem Bericht von Al-Kalbi auch die Meinung von Ibn Abbas. Abdurrahman Ibn Abdan informierte uns, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Nuaym, Muhammad Ibn Yaqub Al-Umawi,
Also jetzt kommt diese ganze Überlieferungskette, Muhammad ibn Ishaqs, schöne, schöne. Dieser Vers wurde über Abdullah ibn Abisar offenbart. Letzterer sagte, ich werde das Gleiche offenbaren, was Allah offenbart hat, und verzichtete auf den Islam. Als der Gesandte Allahs, Allah segne ihn mit Frieden, Mekka betrat, floh dieser Mann zu Uthman ibn Affan, der sein Milchbruder war. Uthman versteckte ihn, bis sich die Menschen in Mekka sicher fühlten. Dann brachte ihn zum Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, und erwirkte eine Amnestie für ihn. Der hat Mohammed eiskalt erwischt. Er hat also etwas in den Raum geworfen, hat Mohammed gesagt, ja, genau so habe ich es auch empfangen. Da hat er gesagt, aber das sind doch meine Worte, Mohammed. Wie, wenn du ein Prophet bist und das von Gott inspiriert bekommst, dann bin ich ja genauso ein Prophet. Und er ist ungläubig geworden. So ist das. Der Islam ist ein totaler Schwindel. Der Islam ist ein totaler Schwindel. Mohammed hat Menschen ausgeraubt und ihnen ihr Land weggenommen. Und das alles unter der Anordnung dieses Gottes Allahs. Ja, von allen Seiten kannst du den Islam auseinandernehmen. Nein, ich riskiere hier alles, was für gut dasteht in Deutschland. Ich riskiere alles, damit die Menschen die Wahrheit erfahren, ne? Damit du selber deine geistliche Freiheit wieder zurückbekommst. Haha, Tag der Auferstehung, bist du am... Das ist unglaublich. Ja, traurig, traurig. Traurig, traurig. Also die sehen mit ihren eigenen Augen, hören mit ihren eigenen Ohren, dass etwas mit dem Islam absolut nicht stimmt, und die sagen immer noch, möge Gott dich recht leiten, Amir, und so. Nee, das ist der Hund, der ist am Schlafen, der ist am Schnarchen. Hey, hör auf damit. Richtiger Schnarchbacke, ey. V12 Motor, genau. Ja, alles, was ich sage, belege ich ja auch mit Quellen. Deswegen fällt es dem Muslim halt schwer, ne? Diese ganzen Sachen zu akzeptieren, ne? Weil wenn das stimmt, was ich sage, dann ist der Islam ja das Allerletzte, ne? Ja, und meine Entscheidung für Jesus Christus ist die beste Entscheidung meines Lebens. Und das lege ich dir auch ans Herz. Ich weiß ja nicht, wer mir zuhört. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen, entscheide dich für Jesus Christus und nicht für Religion. Religionen sind tot in sich. Du hast die gute Möglichkeit, gerettet zu werden, von Neuem geboren zu werden, deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus zu beugen und deine Seele in Sicherheit zu bringen. Amen. Okay, Lieben, komm, ich beende den Livestream jetzt. Ey, wir haben schon fast halb zwei, also wir haben jetzt schon halb zwei. Ja, Lachnummer ist derjenige, der ein sechsjähriges Kind heiratet. Genau, den kannst du Lachnummer nennen. Ja, genau, Gottes Segen auch dir, TC. Gott segne euch alle. Ich liebe euch von ganzem Herzen, auch die Muslime. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten lassen. Mögen die Augen von euch aufgehen, sodass ihr eines Tages eine Entscheidung für ihn trifft und weggeht von Religion. Religionen sind der Untergang eines Menschen. Jesus Christus ist der lebendige Gott, der dir das ewige Leben schenken kann. So heißt es in der Schrift. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Du hast die gute Möglichkeit, gerettet zu werden. Du hast hier in Deutschland die freie Wahl. Ne? Keiner drängt dich, keiner zwingt dich. Ne? Aber wenn es eines Tages zu spät ist und der Islam hier alles übernimmt, dann war es das. Ne? Wir können dann keine Aufklärungsarbeit mehr machen. Wir können dann nicht mehr über diese Themen sprechen, weil ja, das Ganze dann aufgehalten wird. Deswegen mein Rat an dich, setz dich hin. Setz dich kritisch mit dem Islam auseinander und du wirst mir am Ende recht geben. Glaub es mir. Schreib dir alles auf, was ich dir gegeben habe. Oder ich hoffe natürlich, dass du mir zugehört hast und das durch dein Herz durchgedrungen ist. Gottes Segen, ihr Lieben, und so Gott will, sehen wir uns dann morgen, ja? Dankeschön für alles. Möge der Herr euch segnen. Nochmal einen großen Applaus auch an euch für die ganzen Likes, für die ganzen Geschenke. Dankeschön, ihr Lieben. Möge der Herr euch segnen. Das Doppelte und Dreifache geben. Ihr seid die Heftigsten, ehrlich.
Was für ein Team. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Möge der Herr euch alle segnen, eure Familien und euch eure Probleme annehmen. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut. Gute Nacht.